Dann rufe ich auf den Punkt 16. Dritte Lesung, Haushalt 2016. Das Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2016. Die dritte Lesung, Drucksache 19-2922. Zu Drucksache 19-2662, Drucksache 19-2307. Hierzu werden aufgerufen die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das sind die Drucksache 19-2936 bis 19-2945. Die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Die Drucksache 19-2952 bis 19-2959. Die Änderungsanträge der Fraktionen der FDP. Drucksache 19-2961 bis 19-2979, die Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19-2980 bis 19-2981, Änderungsanträge der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19-2914, 19-2915 neu sowie 19-2916 bis Drucksache 19-2921 wurden zurückgezogen. Ebenfalls wird mit aufgerufen Tagesordnungspunkt 58, Schlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses im Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2019, Drucksache 19-2923 und Drucksache 19-2408. Hier ist auch der Abg. Decker der Berichterstatter. Weiter wird mit aufgerufen der Tagesordnungspunkt 71, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Einigung zu Flüchtlingspauschalen mit den hessischen Kommunen als richtige Antwort auf die aktuelle Herausforderung hoher Flüchtlingszahlen. Das ist die Drucksache 19-2985. Nun bitte ich zunächst den Herrn Abg. Decker um seine Berichterstattung. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses vortragen. Und wenn Sie gestatten, Herr Präsident, mache ich gleich beide Beschlussempfehlungen. Dann haben wir das alles erledigt. Zunächst die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses über das Gesetz Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für 2016. Das ist die Drucksache 19-2922. Die Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung mit den dann nachfolgenden Änderungen, die sich daraus ergebende Fassung ist als Anlage beigefügt, in dritter Lesung anzunehmen. In § 1 werden die Wörter Einnahme und Ausgabe auf 34.436.070.500 € durch die Wörter Einnahme auf 34.751.502.300 € und Ausgabe auf 35.099.181.000 € ersetzt. Zweitens empfiehlt der Haushaltsausschuss dem Plenum zu den Einzelplänen die folgende Beschlüsse zu fassen. Die trage ich Ihnen jetzt nicht vor, die erkennen Sie aus der Drucksache. Und zum anderen die Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2019. Das ist die Drucksache, die Ihnen vorliegt, 19-2923. Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der LINKEN bei Stimmenthaltung der SPD und der FDP den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Meine Damen und Herren, wir haben uns vereinbart 20 Minuten Redezeit, je Fraktion. In der Reihenfolge CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, FDP, die fraktionslose Kollegin, wenn sie möchte, und zum Schluss die Landesregierung. Ich erteile nun zunächst das Wort für die CDU-Fraktion dem Herrn Abg. Günter Schock. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich den Beginn meiner Rede zur dritten Lesung des Haushalts 2016 mit einem Dank beginnen. Ein Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, insbesondere im Finanzministerium, die bei diesen Haushaltsberatungen sicher außergewöhnlich gefordert waren und es uns durch ihre Zuarbeit und ihr Mitwirken ermöglicht haben, dass wir heute hier die dritte Lesung durchführen können. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. In den Dank einschließen will ich allerdings auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Fraktionen. Auch Ihnen haben wir das eine oder andere abverlangt, und auch Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir hier heute stehen und unsere Haushaltsreden halten können. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Und ich will auch den Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss für die konstruktiven Beratungen danken und insbesondere dafür, dass sie das Verfahren und die Beratungsform, die sicher von anderen Haushaltsberatungen abgewichen ist, mitgetragen haben. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Und insbesondere gilt mein Dank auch den Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die mit uns gemeinsam in der Frage der Flüchtlingspolitik gemeinsam angepackt haben und gemeinsam Anträge auf den Weg gebracht haben. Auch das ist nicht selbstverständlich. Deswegen will ich es hier ausdrücklich erwähnen und mich für die Zusammenarbeit in dieser Frage herzlich bedanken. Und dass es etwas oder Haushaltsberatungen waren, die von dem üblichen abgewichen sind, sehen Sie daran, dass in der dritten Lesung, zur dritten Lesung, es insgesamt 76 Änderungsanträge gibt, die von den Koalitionsfraktionen, Einzelheiten sage ich noch, eingebracht wurden oder die Unterschrift der Koalitionsfraktionen tragen, und dass wir heute in der dritten Lesung über 30 Änderungsanträge hier im Plenum abstimmen müssen. Dies zeigt, dass das Verfahren nicht dem üblichen entsprochen hat. Bei den 76 Änderungsanträgen sind drei Anträge, die die Koalitionsfraktionen gemeinsam mit SPD und FDP beschlossen und eingebracht haben im Zusammenhang mit dem Einzelplan 01, wo es um die Arbeit des Parlaments und der entsprechenden Ausschüsse und auch des Verfassungskonventes geht. Und wir haben 8 Anträge, die die Koalitionsfraktionen gemeinsam mit der SPD eingebracht haben, um die Einigung und das, was im Aktionsprogramm Asyl und Flüchtlinge vereinbart ist, um das auf den Weg zu bringen. Das Volumen der Änderungsanträge bildet einen Mehrbedarf in Höhe von rund 725 Millionen € ab, davon 660 Millionen € für das Aktionsprogramm Asyl. Auch das sind Beträge, die in den vorangegangenen Haushaltsjahren in Änderungsanträgen nicht bewegt worden sind. Dies zeigt, dass wir mit dem Haushalt 2016 auf die besonderen Herausforderungen, die sich uns stellen, eingegangen sind und die notwendigen Mittel bereitstellen, um gemeinsam die Probleme, insbesondere in dem Bereich Asyl und Flüchtlinge, zu bewältigen. Die Änderungen enthalten unter anderem über 600 zusätzliche Stellen für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, 350 zusätzliche Stellen bei der Polizei. Insgesamt werden mit den bereits geplanten 50 neuen Stellen bei der Polizei folglich 400 neue Stellen geschaffen. Weitere Stellen gibt es auch beim Verfassungsschutz und in der Justiz. Außerdem
werden über 800 neue Lehrerstellen geschaffen, auch im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm. Wir erheben die Mittel für Extremismusprävention, Förderung der deutschen Sprache und der Ausbildung sowie zur Stärkung des Ehrenamtes weiter an. Alle diese Maßnahmen im Wesentlichen zugunsten des Aktionsprogramms. Darüber hinaus gibt es aber noch ein paar andere Dinge, die wir angepackt haben. Wir stocken die Mittel für den öffentlichen Nahverkehr auf und leiten die 52 Millionen € Bundesmittel, die in 2016 zusätzlich zur Verfügung stehen, weiter. Eben das Gleiche gilt für die Mittel für bezahlbaren Wohnraum, wo ebenfalls 29 Millionen € Bundesmittel weitergeleitet werden. Darüber hinaus, das führt dann sicher Anschluss noch zu Diskussionen, dieser Punkt, heben wir die Mittel für die Planungen von Bundesfernstraßenmaßnahmen an, um sicherzustellen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass die angekündigten Bundesmittel, die in größerer Höhe in das Land Hessen fließen, dass die auch tatsächlich verbaut werden können und wir nicht in die Situation geraten, dass wir Bundesmittel nicht abrufen können. Ich glaube, eine richtige Maßnahme. Diese Mittel werden zusätzlich zur Verfügung gestellt zu den 130 Millionen, die wir im Landesstraßenbauprogramm und in dem Bereich bereits zur Verfügung gestellt haben, nämlich 40 Millionen € für Planungsmittel für Landesstraßen und Bundesstraßen und reine Baumittel 90 Millionen € für den Landesstraßenbau. Dies zeigt, dass wir auch in diesem Bereich unseren Verpflichtungen nachkommen und sehen, dass die Infrastruktur im Straßenbau im Land Hessen erhalten bleibt und weiter saniert wird. Schließlich und endlich erhalten die Kommunen 210 Millionen € mehr aufgrund der Einigung bei den Asylpauschalen. Davon sind 110 Millionen € vorgesehen für die 45-prozentige Anhebung der Pauschalen im Jahr 2016 und 100 Millionen € rückwirkend für die vergangenen Jahre. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich dafür Dank sagen, dass es gelungen ist, hier zu einer Einigung zu kommen. Ich will auch festhalten, dass wir das im Zusammenhang mit dem Kommunalen Finanzausgleich, mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart hatten, die Koalitionsfraktionen und die Regierung, dass in diesem Bereich Nachbesserungsbedarf ist. Ich bin froh und dankbar, dass es gelungen ist, dort zu einer Einigung zu kommen. Deswegen gilt hier an dieser Stelle mein Dank auch den Kommunalen Spitzenverbänden für die konstruktiven Gespräche. Und in den Dank eingeschlossen sind natürlich das Finanzministerium und das Sozialministerium. Ich denke, das Ergebnis lässt sich sehen. Daneben leiten wir die Bundesmittel aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes, das ist im Haushalt bereits enthalten, weiter und setzen die in den Bereich der Kindertagesstätten ein. Da geht es um ca. 21 Millionen € und der Vollständigkeit halber auch die 250 Millionen €, die wir im Jahr 2016 vom Bund für die Flüchtlingsfrage erwarten, sind natürlich Teil des Finanzierungspaketes, das wir gemeinsam für den Aktionsplan aufgelegt haben. Neben dieser gewaltigen Aufgabe, die vor uns steht, will ich aber auch noch zu einigen anderen Punkten sagen. Trotz der zusätzlichen Mittel und insgesamt einem Betrag von knapp 1,3 Milliarden € für das Aktionsprogramm gelingt es uns, im Jahr 2016 die Nettokreditaufnahme im Rahmen des Artikel 141 Gesetzes zu halten. Wir planen, wenn die Beschlüsse heute so gefasst werden, mit 638 Millionen € Netto-Neuverschuldung. Die zulässige Höchstgrenze ist knapp 700 Millionen €. Dies zeigt, dass wir den Weg konsequent weitergehen, um das Ziel eines ausgeglichenen, strukturell ausgeglichenen Haushalts in 2019, 2020 zu erreichen, konsequent weitergehen.
im Haushalt sind für den Länderfinanzausgleich, nur damit es gesagt wurde, gestern wurde ja ausführlich über dieses Thema gesprochen, 1,89 Milliarden € vorgesehen. Im kommunalen Finanzausgleich werden im Jahr 2016 über 4,3 Milliarden € zur Verfügung gestellt, der höchste Betrag, der bisher im Land Hessen im kommunalen Finanzausgleich war. Dazu kommt, auch das will ich hier noch einmal erwähnen, das kommunale Investitionsprogramm, das wir in der letzten Sitzungsperiode beschlossen haben, mit dem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde €. Ich glaube, auch das zeigt, dass wir unseren Kommunen gegenüber das Notwendige tun, damit dort die notwendigen Maßnahmen umgesetzt und durchgesetzt werden können. Ich glaube, diese Beträge, die ich genannt habe, lassen sich sehen und zeigen, dass diese Landesregierung, dass die sie tragenden Koalitionsfraktionen an der Seite der Kommunen stehen. Sehen Sie, Herr Kollege Schmidt, ich könnte jetzt ja auch sagen, wir im Vorausschau dessen, was in dem PwC-Gutachten drinsteht, haben wir das kommunale Investitionsprogramm von über 1 Milliarde € aufgelegt, um genau dem Vorwurf zu begegnen, der logischerweise und erwartungsgemäß von Ihnen heute im Zusammenhang mit dem gerade veröffentlichten PwC-Gutachten kommt. Und schließlich und endlich der letzte Punkt, oder Punkt, die Ausgaben für die Flüchtlinge. Wir haben in 2016 in dem Haushaltsentwurf 628 Millionen € eingeplant. Nach der Beschlussfassung heute und im Haushalt 2016 werden gut 1,3 Milliarden € für das Aktionsprogramm zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das zeigt, dass wir auch im Land Hessen unserer humanitären Verpflichtung den Flüchtlingen gegenüber in dem notwendigen Maß und in dem notwendigen Ausmaß gerecht werden und dass wir alles tun, um dort die Ziele, die Aufnahme der Flüchtlinge und die Integration der Flüchtlinge von denen, die hier bei uns bleiben dürfen, dass wir uns dieser Aufgabe stellen. Zusammengefasst, wir halten die Schuldenbremse ein. Wir investieren in Bildung, Forschung und Sicherheit. Und wir haben ein großes Hilfsprogramm für die Flüchtlinge aufgelegt. Auch wenn die Prognoserisiken, auch das muss erwähnt werden, für die kommenden Jahre erheblich zugenommen haben, gilt, der Haushalt 2016 zeigt in Zahlen, Hessen hält Kurs. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schork. Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst würde ich gerne den Präsidenten fragen, die 8 Minuten, die ich gestern eingespart habe, ob ich die heute draufkriege. Okay, also das hört sich nach einem vielleicht an. Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich will genau da anfangen, wo auch Herr Schork angefangen hat, nämlich ausdrücklich beim Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Häusern, in den Ministerien, im Budgetbüro, in den Fraktionen, weil ohne die Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären wir in der Tat nicht in der Lage, solche Haushaltsdebatten qualifiziert zu führen. Deswegen auch meinerseits einen ganz ausdrücklichen Dank. Ich will in diesem Dank diesmal ausdrücklich auch die Regierungsfraktionen, den Ministerpräsidenten und den Finanzminister einbeziehen. Und das hat etwas damit zu tun, was Herr Schork ebenfalls angedeutet hat und was wir schon in der zweiten Lesung zum Haushalt hier diskutiert haben. Diese Haushaltsplanberatungen sind nicht vergleichbar mit Haushaltsplanberatungen der vergangenen Jahre, sondern wir sind, wie ich das formuliert habe, in einer Verantwortungs- oder in einem Verantwortungsverhältnis angesichts einer großen Herausforderung der Integration von vielen Flüchtlingen in unserem Land. Das drückt sich aus, erstmalig
in gemeinsamen Beschlussfassungen über zentrale Themen im Zusammenhang mit der Bewältigung dieser großen Aufgabe. Deswegen will ich mich ausdrücklich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie erstens politisch bereit waren, an dieser Stelle einen Weg auf uns zuzugehen, und wir die Gelegenheit hatten, andere Aspekte, ergänzende Aspekte in dieses Paket einzubringen. Ich glaube, es ist im Sinne der Bewältigung der Aufgabe ein extrem wichtiges und gutes Zeichen. Deswegen meinen herzlichen Dank dafür an Sie alle. Ich habe viele Kommentierungen gelesen nach unserer Vereinbarung und der Verkündigung darüber, ob das jetzt klug war oder nicht, auch in dem Zwischenspiel zwischen Regierung und Opposition. Ich will Ihnen sagen, ich habe viele Zwischenzahlen gelesen, die ich klug und richtig fand, die ich auch in der Abwägung richtig fand. Entscheidender war für mich allerdings das, was ich an dem Abend der Verkündigung unseres gemeinsamen Ergebnisses im Gewerkschaftsrat der Hessischen Sozialdemokratie erlebt habe. Als ein gestandener Gewerkschaftsvorsitzender, der sehr offensiv immer und immer wieder seine Position vertritt, auch zu der Frage, was sich in diesem Land aus sozialen und arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten weiter verändern muss, gesagt hat, und das hat mich in dieser Form überrascht an diesem Abend, lieber Thorsten, das, was ihr da heute hingekriegt habt, auch mit der Regierung, ist auch in unseren Belegschaften ein extrem wichtiges und richtiges Signal gewesen, weil es dokumentiert, dass Politik nicht nur handlungsfähig ist, sondern dann, wenn es gilt, es auch zusammen hinkriegt. Das können wir uns wechselseitig auf die Habenseite schreiben, weil es eben ein Bild auch bricht, dass es nicht zusammengeht, dass es sozusagen bestimmt ist vom Streit. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, war das ein richtiger Punkt und in der Sache sowieso. Ich habe in der zweiten Lesung zum Haushalt gesagt, unser Ziel ist, niemanden gegeneinander auszuspielen. Und es ist in der Tat dem einen oder anderen aufgefallen, dass wesentliche Anmerkungen, die wir zu dem Paket gemacht haben, sich nicht ausdrücklich und explizit nur an Flüchtlinge richten, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen zusätzlich 50 Millionen € aufwenden, um damit 6.000 Wohneinheiten zu schaffen, die Wohneinheiten und Wohnungen für alle sind. Wir wollen keine Flüchtlingswohnungen, sondern wir wollen Wohnraum für alle. Dass wir im Bereich der Ganztagsschule und des sozialen Zusammenhalts Verbesserungen für alle wollen und eben nicht nur für Flüchtlinge. Dass wir im Bereich der öffentlichen Sicherheit Veränderungen wollen für alle und nicht nur für Flüchtlinge. Das war uns extrem wichtig, und das ist dokumentiert worden. Deswegen werden wir diesem Teil auch ausdrücklich zustimmen. Und das werden wir auch mit einer gemeinsamen Entschließung unterstreichen und unterstreichen damit übrigens auch, dass das nicht ein einmaliger Punkt ist, sondern die Hessische Sozialdemokratie sagt, das ist eine Aufgabe, die wird uns nicht nur im Jahr 2016 fordern, sondern darüber hinaus. Und unser Angebot auch am heutigen Tage ist, dass wir auch darüber hinaus in 2017 und 2018 uns dieser Verantwortung gemeinsam stellen. Und ich finde auch, dass in der Tat am Ende das Ergebnis zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden in Bezug auf die Flüchtlingspauschalen sich wirklich sehen lassen kann. Das ist ein gutes Ergebnis gewesen, mit dem erst einmal alle vorankommen. Auch dafür meinen herzlichen Dank. Das führt aber nicht dazu, und das muss am heutigen Tage dann auch sein, dass wir dem Gesamthaushalt zustimmen, Herr Bouffier. Das ist so. Und ich will das auch begründen. Ja, es ist, wir haben zwar Weihnachten vor uns, aber ich sage Ihnen, Bescherung ist erst nächste Woche. Ja? Ich will das mit zwei Punkten im Wesentlichen begründen. Natürlich ist aus Sicht der Sozialdemokratie, und das haben wir auch in der zweiten Lesung deutlich gemacht, auch mit Änderungsanträgen zum Haushalt, in diesem Haushalt aus unserer Sicht eine falsche Prioritätensetzung und falsche Schwerpunktsetzung. Ich will das an drei Punkten noch einmal unterstreichen, damit es am heutigen Tag auch noch einmal gesagt ist. Falsche Schwerpunktsetzung beispielsweise dadurch, dass wir es nach wie vor für einen schweren Fehler halten, auch bei angespannter Finanzlage, ich werde dazu im zweiten Teil etwas sagen, dass wir die Frage der tariflichen Entlohnung, insbesondere bei den Beamtinnen und Beamten,
abgekoppelt haben von, also Sie abgekoppelt haben, wir waren eine andere Auffassung, abgekoppelt haben von der allgemeinen Tarifentwicklung. Ich sage Ihnen, das ist ein schwerer Fehler. Es ist ein Motivationsproblem. Und es wird im Übrigen langfristig dazu führen, dass die Attraktivität des öffentlichen Dienstes auch angesichts der Lohn- und Gehaltsentwicklung in der freien Wirtschaft sich weiter abschwächen wird. Und wir werden unter dem Stichwort demografischer Wandel nicht nur in der freien Wirtschaft über die Frage von mehr Mitarbeitern und qualifizierten Mitarbeitern zu diskutieren haben, sondern auch im öffentlichen Dienst. Und sie produzieren langfristig ein echtes Problem, dass sie gerade im Bereich der Beamtinnen und Beamten mit ihrer Personalpolitik, die wir gelegentlich als Personalpolitik nach Gutsherrenart beschreiben, sie diese Berufsgruppe von der Lohn- und Gehaltsentwicklung abkoppeln und sie damit unattraktiver machen. Das wird systematisch für gute Verwaltung zu einem Problem, und damit müssen Sie sich beschäftigen. Da ändert übrigens nichts daran, dass Sie sozusagen jetzt ankündigen, einen Teil jetzt in diesem Jahr machen zu wollen. Sie werden dort langfristig, Sie haben dort Vertrauen wirklich kaputtgehauen. Das können Sie an vielen Stellungnahmen sehen. Und das führt dazu, dass Motivationsverluste entstehen. Wir können das ein Stückchen im Bereich der Polizei mit dem kompensieren, was diesmal auch im Paket gemacht wird. Aber ich sage Ihnen, Sie haben da eine echte Baustelle. Das Zweite gilt genauso für die Schwerpunkte im Bereich Bildung und Innovation. Wir akzeptieren ausdrücklich, dass Sie im Bereich der Hochschulen wichtige Punkte setzen. Und in der Tat, in der Hochschulfinanzierung ist viel passiert. Auch dazu haben wir uns immer wieder auch positiv verhalten. Aber ich sage Ihnen, alleine die finanzielle Ausstattung im Bereich der Hochschulentwicklung wird nicht ausreichen, um das, was an Bildungsanstrengungen, an Innovationsanstrengungen notwendig ist. Es muss im Bereich der frühkindlichen Bildung beginnen. Da ist die größte Schwachstelle im Landeshaushalt nach wie vor über die Frage auch der Grundschulen und dann der weiterführenden Schulen und der beruflichen Bildung. Dort haben wir große Baustellen. Bei allen Anstrengungen, die Sie zugegebenermaßen im Haushalt machen, ist das alles unterm Strich unzureichend angesichts der großen Fragen, auf die wir zulaufen. Und das gilt drittens auch für die Fragen der Investitionshaushalte, die Sie auch auf Landesseite massiv zurückgefahren haben. Ich werde dazu im zweiten Teil noch gleich eine Bemerkung machen. Aber im Bereich der Investitionen haben wir enorme Probleme. Und deswegen sind das falsche Schwerpunktsetzungen, die aus unserer Sicht es nicht möglich machen, diesem Haushalt zuzustimmen. Lassen Sie mich an der Stelle auch eine Bemerkung machen zur Frage der Bundesfernstraßen. Da hat Herr Schork eben extra darauf hingewiesen. Ich halte das grundsätzlich für richtig. Mir ist es wichtig, an der Stelle Ihren Stichwort aufzunehmen, weil ich hier mal an dieser Stelle auch unsererseits klar sagen will, dass die Überlegung des Bundes zur Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft, um sozusagen den Teil der Planung von Projekten im Bundesfernstraßenbau auf die Bundesebene zu ziehen und aus den Ländern herauszuholen, aus unserer Sicht grundfalsch ist. Wir brauchen mehr integrierte Verkehrsplanung, nicht weniger. Ich hoffe, dass wir Sie an dieser Stelle auch an unserer Seite haben. Wir wissen, dass wir da mit unserer Bundesregierung den einen oder anderen Streit noch auszufechten haben. Aber die wollen das ausdrücklich. Ich sage für die hessische SPD, wir halten die Entwicklung hin zu einer Bundesfernstraßengesellschaft ausdrücklich für falsch. Ich will auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Fragen der Grundstrukturen beim KFA aus unserer Sicht nicht auszureichend sind, nicht hinreichend sind. Sie haben zwei wesentliche Strukturprobleme im KFA nicht lösen können. Erstens. Sie finanzieren nicht alle Aufgaben auskömmlich. Das ist einfach so. Ihre Kürzungen sind nach wie vor in bestimmten Bereichen nicht nachvollziehbar. Deswegen werden wir dort auch weiterhin Debatten haben. Und das gilt erst recht für die Frage der Investitionsanstrengungen. Und damit will ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen kommen, was die Frage der grundsätzlichen Probleme Ihres Haushalts angeht, weil das Thema der Investitionen dort ein zentrales wird. PwC ist eben schon einmal angesprochen worden. Sie haben es dankenswerterweise aufgenommen. Und in der Tat, ja, Sie machen mit dem Kommunalen Investitionsprogramm, legen Sie eine Schippe obendrauf mit 1,5 Milliarden €. Das ist auch ein Wort. Aber
Aber ich will darauf hinweisen. Alleine in 2014 sind die kommunalen Investitionen um 750 Millionen € gekürzt worden, um Haushalte ausgeglichen hinzukriegen. Das Land hat, wenn ich die Zahlen richtig weiß, etwa 200 Millionen € im Bereich der investiven Mittel gekürzt. Das heißt, Sie sind bei etwa 950 Millionen € Investitionskürzungen. Wenn Sie beiden Zahlen zusammennehmen, auf der kommunalen Seite wird ja in 2015 und 2016 auch weiteres passieren. Das heißt, Ihre 1,5 Milliarden € in allen Ehren wird es die Investitionslücke nicht schließen können, insbesondere auch, weil die KfW deutlich sagt, dass die Investitionslücke im Bereich von Verkehr, von Wohnen, von Energie, von Kommunikation im deutlichen Milliardenbereich ist und wir uns wirklich anstrengen müssen, die Investitionshaushalte massiv nach oben zu fahren. Das wird eines der großen Themen in den nächsten Jahren werden. Sie haben gleichzeitig, auch das ist unbestritten, eine große Frage von Einnahmenproblemen auf der einen Seite und Ausgabenproblemen auf der anderen Seite. Dieser Haushalt, der ist auf Kante genäht. Er lebt davon, ein paar Sondereffekte zu haben, die uns wechselseitig helfen, auch das Paket auf den Weg zu bringen. Aber es darf uns nicht die Augen davor verschließen lassen, dass der Haushalt eine ganze Reihe von Problemen nicht auflösen kann, zugegebenermaßen, weil das Land alleine das gar nicht kann, aber die Haushaltsrisiken in den nächsten Jahren eher größer und nicht kleiner macht. Das gilt nicht nur, aber auch für die Konjunkturlage. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Jahren bei einer seit 7 Jahren nun wirklich außerordentlich robusten Konjunkturlage weiter eine solche auf Dauer gute Konjunkturlage haben, ist angesichts von ein paar Weltereignissen nicht ganz sicher. Das kann man sozusagen als Moment nehmen, den wir jetzt noch nicht im Griff haben, aber man muss ihn zumindest mit im Blick haben. Die Frage, ob die Finanzmärkte stabil bleiben in den nächsten Jahren, da mache ich mehr als ein Fragezeichen hinter, weil die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise noch lange nicht ausgestanden ist. Und auch diesen Teil muss man mit in den Blick nehmen. Und letztlich will ich auch sagen, dass es da schon ja auch ein paar warnende Hinweise gibt. Wir haben gestern über den Länderfinanzausgleich geredet. Ich habe ein Argument nicht umsonst gestern schon einmal eingeführt. Gemessen an der Finanzkraft hat das Land 2007 15% in den Länderfinanzausgleich eingezahlt, im Jahr 2012 nur noch 6%. Das heißt, es passiert etwas. Ich habe gestern die Frage gestellt, ob das nur die Finanzmarktkrise war und der Effekt aus der Finanzmarktkrise. Meine Vermutung ist, dass das nicht ganz ausreichen wird, sondern dass unter anderem auch etwas mit den Investitionshaushalten zu tun haben wird. Aber auch das ist Spekulation. Ich fände es einmal eine Anstrengung wert, sich das genauer gemeinsam im Haushaltsausschuss auch anzugucken. Warum ist das eigentlich so? Was sind die tiefer liegenden Gründe? Und wo können wir unter Umständen gegensteuern? Weil es wird ein Thema für uns werden, wenn die Finanzkraft und die Wirtschaftskraft insgesamt schwächer wird. Das Zweite, und auch das will ich ausdrücklich noch einmal mit aufnehmen, ist, dass ich im letzten Jahr vorgeschlagen habe, eine Enquetekommission zur Staatsmodernisierung zu machen, um sich bestimmte Strukturen noch einmal genauer anzuschauen. Weil, wenn das Ziel richtig ist, und ich bleibe dabei, Verschuldung ist keine Lösung, sie kann bestenfalls ein Übergang sein, aber sie ist keine Lösung. Wir brauchen eine Balance aus Einnahmen und Ausgaben. Dann werden wir uns auch Strukturen anschauen müssen. Sie haben das im letzten Jahr abgelehnt. Beide Regierungsfraktionen haben hier letztes Jahr erklärt, wollen wir nicht. Ich sage Ihnen noch einmal, ich halte es für richtig, weil die Frage von umfassender Staatsmodernisierung, die werden wir ein gutes Stück weit aus dem Parteienstreit raushalten müssen. Weil sonst funktioniert sie nicht. Dafür gibt es in Hessen historisch ein paar Beweise, dass das eine ganz schwierige Baustelle ist. Ich biete es Ihnen ausdrücklich noch einmal an, darüber gemeinsam zu reden. Weil wir werden diese Aufgaben lösen müssen, weil die Aufgabenlösungen, die der Staat auch in Zukunft mindestens begleiten muss, im Bereich der frühkindlichen Bildung, im Bereich der Innovation, im Bereich auch von Ganztagsschulen oder aber auch im Bereich des Themas, was wir als letzten Setzpunkt hier eben gerade aufgerufen haben, nämlich der Frage,
wie gehen wir eigentlich im Land mit dem demografischen Wandel um? Das wird sozusagen nicht eine Veranstaltung werden, wo man das nur den Familien und den Älteren alleine überlassen kann, sondern wird es öffentliche Begleitung geben. Wie gehen wir eigentlich mit diesen neuen zusätzlichen erweiterten Aufgaben um, wenn wir gleichzeitig die Finanzspielräume kleiner werden? Und deswegen glaube ich, ist es richtig und notwendig, sich gemeinsam hinzusetzen und darüber nachzudenken, was geht. Zumal der Finanzminister in diesem Jahr für 2016 von ein paar Sondereffekten lebt. Der größte ist, wenn ich es richtig sehe, eine Rückzahlung aus der Zusatzversorgung, die viele Probleme löst, wenn ich das richtig sehe, im Umfang von insgesamt 142 Millionen €. Hilft, aber die 142 Millionen helfen schon ziemlich viel angesichts dessen, was wir da gerade machen. Wenn ich mir anschaue, dass das 82 Millionen € für den Landeshaushalt sind und noch einmal 60 Millionen € für die Hochschulen, das ist schon ein großes Hilfspaket, was da auf einmal gekommen ist. Aber wir sind uns einig, das ist ein einmaliges Paket. Vermutlich. Wir freuen uns sehr darüber. Ja? Ich weiß auch, dass eine gute Konjunkturlage, gute Einnahmesituation, ein paar gute Verhandlungsergebnisse mit dem Bund plus diese Mittel im Moment sehr viel helfen, gemeinsame Lösungen zu finden. Einer der Kommentatoren hat, glaube ich, mal geschrieben, angesichts von erheblichen Mehreinnahmen ist das Lösen von manchen Problemen einfacher, als wenn Einnahmen sinken. Dem ist nicht zu widersprechen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so bleibt, da gucken wir uns tief in die Augen, die ist sehr übersichtlich. Das kann schnell anders werden. Und auf der mittleren Linie, das wissen wir auch, wird es anders werden. Weil wir machen uns da auch was vor, wenn hier, auch das will ich in aller Offenheit sagen, Herr Schork, wenn wir jetzt darüber reden, dass im KFA viel mehr Mittel sind als jemals zuvor. Numerisch völlig richtig. Aber Sie haben natürlich auch im Landeshaushalt viel, viel mehr, weil wir eine gute Konjunkturlage haben. Und deswegen sind das ja kommunizierende Röhren. Es ist ja nicht so, sage ich mal, dass das nur Goodwill ist des Landes, sondern an der Stelle gibt es ein paar Effekte, die da eine Rolle spielen. Und deswegen, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass Sie in den nächsten Jahren immer jedes Jahr sich hier hinstellen können, sagen können, in diesem Jahr geben wir aber noch mehr Geld für die Kommunen aus, weil wir hoffen, dass die Entwicklung so bleibt. Strukturell sind die Fragen damit nicht beantwortet. Sie sind strukturell damit nicht beantwortet. Und das führt eben am Ende dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir den Landeshaushalt, das wird Sie jetzt nicht überraschen, in Gänze ablehnen werden und als Opposition kritisch bewerten. Erstens, weil wir finden, Sie machen die falschen Schwerpunkte. Sie machen auf der anderen Seite, gibt es ein paar Strukturprobleme, die aus unserer Sicht unzureichend beantwortet sind. Es gibt eine Reihe von Fragen, die wir aus unserer Sicht gemeinsam angehen müssen. Aber am Ende, das will ich dann doch noch einmal versöhnlich mit Blick auf Weihnachten und die Stimmung von Herrn Boddenberg sagen, bleibt die Freude darüber, dass es in der Tat in einem Thema, das das Land fordert, jetzt und in Zukunft, heute zu einem denkwürdigen gemeinsamen Ergebnis kommt. Und darüber freuen wir uns. Und dafür noch einmal herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Jetzt haben Sie Ihre 8 zusätzlichen Minuten gar nicht ausgereizt. Ja, jetzt ist rum, jetzt ist vorbei. Kollege Kaufmann, wenn du zustehst, ich muss da schnell mal noch so einen Antrag bekannt geben. Es ist noch eingegangen, den Plätzen verteilt, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Kali-Standard und so weiter und so fort, 192988. Dringlichkeit wird bejaht. Dringlicher Entschließungsantrag wird Top 72 und wird mit Top 50 zu diesem Thema aufgerufen. Kein Widerspruch, machen wir so. Das Wort hat der Kollege Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon betont worden, ja, dieses Jahr hier im Landtag ist vieles anders, als es sonst war.
Wir führen eine Haushaltsdebatte, die für den Hessischen Landtag in der Tat ungewöhnlich ist und somit auch für uns alle ungewohnt. Erstmals seit vielen Wahlperioden erleben wir, dass die Regierungsfraktionen und die Oppositionsfraktionen in ihren Antworten auf einen wichtigen und obendrein höchst kostenintensiven Aufgabenbereich weitgehend übereinstimmen. Meine Damen und Herren, das heißt, wir werden heute einen Haushalt für das kommende Jahr beschließen, der insgesamt am Ende, und das ist dann doch wie gewohnt und nicht überraschend, verehrter Herr Fraktionsvorsitzender der SPD, zwar nicht die Zustimmung der Opposition findet, der jedoch in einem gewissen, inhaltlich durchaus bedeutsamen Umfang in breitem Konsens gestaltet wird. Im Blatt für kluge Köpfe wurde dies bereits aufmerksam registriert und sogar schon spekuliert, dass diese Übereinstimmung womöglich ein Fehler, insbesondere ein Fehler der SPD, sein könnte. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht zurzeit einer Regierungsfraktion ist es, und das will ich sehr deutlich sagen, kein Fehler, sondern ein erfreulich klares Signal dafür, dass Demokraten trotz aller gegebenen Differenzen und trotz des notwendigen Meinungsstreits sich für Lösungen schwieriger Probleme zusammenfinden können. Das gilt besonders, wenn es um ein Problem geht, das extremistische Kräfte als Grundlage ihrer widerlichen Propaganda bis hin zur Rechtfertigung von Straftaten instrumentalisieren wollen. Wir zeigen damit hier und heute im Landtag, dass wir in Hessen alle miteinander eine zugewandte Willkommenskultur pflegen und jeglichem Fremdenhass eine klare Absage erteilen. Ja, meine Damen und Herren, ich spreche über unser derzeit aktuell wichtigstes Vorhaben, nämlich die Aufnahme, Betreuung und Integration von Flüchtlingen und damit verbunden auch über die Bewahrung und Sicherung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Und gewiss geht es dabei um die Bewältigung einer nicht eben kleinen Aufgabe. Und die Art und Weise, wie uns dies gelingt, ist für die politische Kultur in unserem Land unter vielerlei Aspekten und Konsequenzen von hoher Bedeutung. Und deshalb ist das Signal der Gemeinsamkeit, das wir heute aussenden, so wichtig und richtig. Wir dokumentieren dies nämlich auch durch unseren Entschließungsantrag, bei dem wir als schwarz-grüne Koalition erfreulicherweise auch die SPD mitnehmen konnten, um deutlich zu machen, dass wir die Problematik einvernehmlich lösen wollen. Für das bisherige und, wie ich hoffe, auch das zukünftige gemeinsame Handeln in der Flüchtlingspolitik sage ich allen Mitwirkenden herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ergänzen und unterstreichen möchte ich, dass es bei diesem Thema keineswegs nur darum geht, Probleme zu lösen, sondern dass wir mit der Aufnahme der Flüchtlinge bei uns ebenfalls große Chancen haben und wir darauf bedacht sein müssen, diese auch zu ergreifen. Schließlich bedeutet die Zuwanderung von Menschen mit Dynamik, Willenskraft und Lebensmut einen deutlichen Gewinn für unsere alternde Gesellschaft, die sich ansonsten äußerst schwer tut mit dem demografischen Wandel. Damit wir die Chancen der Zuwanderung auch für uns nutzen können, müssen wir allerdings jetzt den Schritt von der Willkommenskultur zur Integrationskultur gehen. Und dabei werden wir gewiss auch nicht wenige Schwierigkeiten zu meistern haben. Schließlich bedeutet Integration immer Anstrengungen für alle Beteiligten, erfordert also auch das Engagement der hiesigen Stammbevölkerung. Und es besteht somit auch die Aufgabe für uns, auf durchaus vorhandene Ängste und Zukunftssorgen zugewandt und angemessen zu reagieren. Meine Damen und Herren, wie schon bei den Vorrednern steht dieses Thema natürlich auch, wie Sie merken, bei mir bei der Haushaltsrede im Vordergrund ganz vorne an. Schließlich, und das erwähnte ich bereits, sind seine finanziellen Konsequenzen ja auch von beachtlicher Dimension. Ich will aber gar nicht die Zahlen, die Sie ja auch zumindest zum Teil schon genannt worden sind, in den Vordergrund stellen, sondern vielmehr die Grundüberlegungen in der schwarz-grünen Koalition kurz schildern,
die zum Hessischen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhangs geführt haben. Meine Damen und Herren, wir haben bei unseren Diskussionen über die konkrete Gestaltung der Willkommenskultur nämlich nicht etwa mit der Frage begonnen, eine Frage, die man Haushältern durchaus zutrauen könnte, was uns die Flüchtlinge an persönlichen und finanziellen Aufwand kosten dürfen und wie wir diese Ausgaben stemmen und womöglich auch mindern könnten, sondern wir stellten uns zuerst die Fragen, welches Schicksal die Menschen, die zu uns gekommen sind, erlitten haben, was sie deshalb für eine menschenwürdige Existenz bei uns dringend brauchen und wie wir ihnen eine positive Lebensperspektive in Sicherheit geben können. Und aus der schon erwähnten einheimischen Interessensperspektive war und ist obendrein zu definieren, was die Flüchtlinge brauchen, damit Integration gelingen kann. Meine Damen und Herren, wir gingen bei den Überlegungen also unmittelbar vom Menschen aus und von seinen Bedürfnissen und ziehen daraus die Konsequenzen, indem wir fragen, welche Hilfen gebraucht werden und wie wir sie bereitstellen können. Dabei haben wir uns selbstverständlich auch die Umsetzung dieser Hilfen und Angebote sowie dazu flankierende Maßnahmen genau betrachtet, wohl wissend, dass wir hierfür viele engagierte Menschen brauchen, viele Haupt- und vor allem aber auch ganz, ganz viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Und um die müssen wir uns selbstverständlich ebenfalls intensiv kümmern. Im schon angesprochenen Aktionsplan haben wir dies alles zusammengestellt. Und ich will unterstreichen, einen solchen Plan haben die wenigsten Bundesländer bislang erarbeitet. Wir halten unsere Vorgehensweise deshalb durchaus für beispielgebend. Und dieser schwarz-grüne Aktionsplan wurde ja auch grundsätzlich von den übrigen Fraktionen hier im Landtag positiv gewürdigt und von der SPD, der Kollege Schäfer-Gümbel hat es ja gerade auch unterstrichen, auch in Form des angesprochenen gemeinsamen Antrags noch einmal deutlich mitgetragen. Und ich will es deshalb unterstreichen. Es ist gut, wenn wir dieses schwierige und zugleich sensibel zu handhabende Thema außerhalb des Parteienstreits einvernehmlich lösen können. Meine Damen und Herren, damit komme ich jetzt zu einigen Daten in diesem Bereich des Haushalts. Ich erinnere daran, dass mit dem Regierungsentwurf aus dem Sommer 2015 die Mittel zur Finanzierung des Mehrbedarfs für die nach Hessen kommenden Flüchtlinge gegenüber dem laufenden Jahr bereits um 243 Millionen € und rund 250 Stellen erhöht wurden. Aufgrund der aktuellen Änderungsanträge der Koalition kommen hierzu noch einmal 659 Millionen € und weitere 1.180 Stellen hinzu. Damit stehen zusammengenommen 2.130 neue Stellen und gut 900 Millionen € im Jahr 2016 gegenüber dem Budget des laufenden Jahres zusätzlich zur Verfügung. Meine Damen und Herren, ich merkte ja bereits an, dass es darüber hinaus oppositionelle Vorschläge gab, denen wir als Koalition entgegengekommen sind, um den wichtigen Konsens der Demokraten bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik zu erreichen. Das bedeutet nach einer Reihe von Gesprächen im Ergebnis, dass weitere 100 neue Stellen im Bereich der Polizei ausgewiesen und noch einmal zusätzlich gut 63 Millionen € bereitgestellt werden, von denen allerdings der größte Teil, nämlich 50 Millionen € als Kapitalerhöhung beim Wohnungsbauträger Nassauische Heimstätte eingesetzt werden sollen. Insgesamt dienen diese Mittel damit zumindest mittelbar ebenfalls der Finanzierung des Bedarfs für die Integration der Flüchtlinge, aber gleichermaßen, und der Kollege Schäfer-Gümbel hat es ja auch unterstrichen, allen kommen sie zugute, und das finden wir durchaus auch unterstreichenswert. Die einzelnen Änderungsanträge, diesmal, der Kollege Schork hat darauf hingewiesen, eine relativ große Zahl liegen Ihnen konkret vor, eine große Zahl, die wir heute hier dann noch entscheiden werden. Wir haben sie gestern Abend im Haushaltsausschuss inhaltlich besprochen und werden, wie gesagt, sie heute vor der abschließenden Entscheidung über den Haushalt dann hier einzeln entscheiden. Man darf korrekterweise festhalten, meine Damen und Herren, dass durch die Beteiligung der SPD
es zu weiteren Mehrausgaben im Haushalt 2016 kommt, die allerdings in überschaubarem Rahmen bleiben. Betrachten wir diesen Mehraufwand im Verhältnis zum gesamten Budget für die Lösung der Flüchtlingsproblematik, also eher zu dem Teilbudget, so werden die Zahl der neuen Stellen um knapp 5% und die bereitgestellten Mittel um knapp 1 Promille gemessen an der von der schwarz-grünen Koalition gemachten Vorgabe gesteigert. Die Kapitalerhöhung bei der Nassauischen Heimstätte habe ich dabei nicht mitgerechnet, weil sie ist ja auch keine konsumtive Ausgabe, sondern im Ergebnis eine Kapitalanlage, die der Verbesserung des Angebots an preiswertem Wohnraum am Markt dient, die also ein zusätzliches Angebot für alle Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen darstellt. Der beschriebene Mehraufwand mindert, das ist für einen Haushälter ja immer ein gewisses Problem, muss es auch sein, mindert dennoch meine positive Würdigung der Gemeinsamkeiten in der Flüchtlingsfrage in keiner Weise. Allerdings erlaube ich mir, davor zu warnen, dass wir diese Gemeinsamkeit, und zwar geht die Warnung in alle Richtungen, durch kleinklämerische parteipolitische Instrumentalisierung wieder zerstören sollten. Das sollten wir tunlichst meiden. Und das sollte auch deshalb nicht geschehen, verehrter Herr Kollege Schäfer-Gümbel, weil Sie haben ja auf Ihrem Bundesparteitag letzte Woche sehr richtig festgestellt, ich zitiere, bei der Flüchtlingsfrage geht es um nichts anderes als um eine Haltungsfrage. Diesen Satz möchten wir GRÜNE auch gern uneingeschränkt zustimmen, denn er gilt für alle, die unser Grundgesetz ernst nehmen. Meine Damen und Herren, wir werden heute vor den Schlussabstimmungen zum Haushalt 2016 diese gemeinsam zwischen der Koalition und der SPD vereinbarten Änderungsanträge ebenso beschließen wie die sogenannten, ich nenne sie Schlusssteinanträge, also jene, die zur Austarierung der Finanzierung als Folge der Änderungen notwendig werden, die also den wesentlichen finanzwirtschaftlichen Konsequenz aus unserem Aktionsprogramm auch widerspiegeln. Auf diese will ich jetzt zu sprechen kommen. Es ist völlig unstrittig, dass die Finanzierung des Aufwandes für die Flüchtlingsproblematik im Jahr 2016 ebenso wie diese selbst keine gewöhnliche sein kann. Wir haben es mit einer Sondersituation zu tun, und deshalb können wir auch einmalige Erträge nutzen, sodass wir neben den uns vom Bund im Rahmen der Berliner Vereinbarungen gewährten Anteilsfinanzierung, die übrigens ja über die Umsatzsteuer zu uns fließt, das sind rund 270 Millionen €, und den Kostenersatz für die Herrichtung von Bundeswehrliegenschaften in Höhe von 25 Millionen € sowie die Rückzahlung aus der Sanierung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Höhe von rund 82 Millionen € einsetzen werden. Daneben, meine Damen und Herren, und das sollte man auch nicht unerwähnt lassen, stehen die originären Eigenleistungen des Landes. Wir setzen unsererseits rund 205 Millionen € aus den Rücklagen sowie weitere 45 Millionen € durch Vollzugserwirtschaftung. Das sind haushaltstechnisch die bei Haushältern so ungeliebten globalen Minderausgaben ein. Schließlich wird die Kapitalerhöhung bei der Nassauischen Heimstätte entsprechend der gesetzlichen Regelung durch Kredit finanziert, was übrigens angesichts der aktuellen Zinshöhe mir eher ein gutes Geschäft zu sein scheint. Ich sagte es ja schon, dass dies auch eine gute und für viele Familien hilfreiche Kapitalanlage der öffentlichen Hände sein wird. Meine Damen und Herren, wie auch vom Finanzminister schon öffentlich erläutert, ist unsere Finanzierung natürlich nicht frei von Risiken. Das muss man an dieser Stelle durchaus auch unterstreichen. Durch die Rücklagenentnahme sind zunächst unsere Reserven deutlich strapaziert. Inwieweit wir sie wieder auffüllen können, sehen wir erst nach Betrachtung des Jahresergebnisses 2015. Und dies bedeutet eben auch, dass bei einer weiteren expansiven Entwicklung der Flüchtlingsproblematik wir einen Nachtragshaushalt benötigen könnten, der ganz gewiss nicht aus dem Ärmel zu schütteln wäre. Dennoch, und dies lassen Sie mich bitte ausdrücklich betonen, zeigen wir als schwarz-grüne Koalition, dass wir klar unseren Kurs der Haushaltskonsolidierung weiter fortführen.
und die Regeln der Schuldenbremse einhalten. Wir halten nämlich, und dies will ich deutlich unterstreichen, die sogenannte Schuldenbremse, also das perspektivische Neuverschuldungsverbot, unverändert für einen richtigen und zumindest mittelfristig auch notwendigen Weg, um eine nachhaltige Finanzwirtschaft auf Dauer zu verankern. Dies ist nämlich nicht nur, wie wir alle wissen, unser Verfassungsauftrag, sondern zumindest spreche ich dafür uns Grüne, unsere feste Überzeugung, die wir in der Koalition gemeinsam teilen. Und da es bei uns Grünen die feste Überzeugung ist, wird es Sie nicht überraschen. Schließlich nehmen wir für uns in Anspruch, die Partei der Nachhaltigkeit zu sein. Meine Damen und Herren, die meisten der Änderungsanträge der Koalition ansonsten hatten wir bereits im Haushaltsausschuss beraten. Von diesen möchte ich neben dem Thema Flüchtlingsbetreuung hier auch noch einmal aus meiner Sicht das immer gern kontrovers debattierte Thema Straßenbau kurz aufgreifen. Sie wissen, dass die schwarz-grüne Koalition einen eindeutigen Schwerpunkt bei der Sanierung der Straßen und der technischen Verkehrsbauwerke gesetzt hat. Ein Kurs, der glücklicherweise jetzt auch von anderen bis hin zur Bundesebene ebenfalls verfolgt wird. Und wenn der Bund nun also endlich mehr Mittel zur Sanierung seiner maroden Straßen bereitstellt, dann sorgen wir in Hessen, und zwar anders als manch anderes Bundesland das macht, dafür, dass wir diese Mittel auch tatsächlich verbauen können. Wir übernehmen also zusätzliche Planungskosten, deren Erstattung der Bund uns leider immer noch verweigert. Meine Damen und Herren, das ist der Grund, warum wir mit Änderungsanträgen hier jetzt zu eingreifen müssen und die benötigten Planungskapazitäten schaffen wollen. Weil wir wissen schon, was kommt. Es würde uns als GRÜNE besonders dann auch wieder angelastet. Das hätte sozusagen eine perfide Absicht dahinter, Straßen verrotten zu lassen. Ich sage Ihnen noch einmal, wie wir schon im letzten Wahlkampf deutlich gemacht haben, wir stehen für Nachhaltigkeit, wir stehen für einen Erhalt der Infrastruktur und halten deshalb Investitionen in die Sanierung und den Erhalt auch für richtig und zu tragen. Meine Damen und Herren, angesichts des überragenden aktuellen Themas der Flüchtlingsunterbringung werde ich jetzt nicht mehr auf alle anderen Schwerpunkte und Anträge zum Haushalt aus Sicht der Koalition eingehen. Glücklicherweise konnten wir ja schon in der ersten Lesung im September das markante Profil und die finanzwirtschaftliche Qualität des Haushalts Ihnen nahebringen. Wenn ich den Kollegen Schäfer-Gümbel richtig verstanden habe, ist es nicht optimal gelungen. Er hat die Qualität noch nicht so ganz verstanden, aber man wird sich immer weiter darum bemühen. Wir werden ja auch weitere Diskussionen über die Haushaltswirtschaft führen. Die seinerzeit von der Opposition formulierte Kritik, die heute auch so ein bisschen noch herauszuhören war, an den politischen Inhalten des Haushalts, sage ich mal, finden nicht nur wir, sondern mittlerweile auch fast sämtliche neutralen Beobachter eher lächerlich als zutreffend. Die Behauptung, der Haushalt von Schwarz-Grün habe kein Profil, ist offenkundig zuallererst ein Ausdruck von Hilflosigkeit der Opposition. Meine Damen und Herren, so wie es unser Koalitionsvertrag verspricht, setzen wir es um. Wir werden auch im Jahr 2016 Hessen verlässlich gestalten und Perspektiven eröffnen. Und, meine Damen und Herren, was die verehrten Kollegen Vorredner zu Beginn machten, möchte ich am Ende meiner Rede noch tun, nämlich dieses Pult auf keinen Fall verlassen, ohne allen an der Erarbeitung des Haushalts Beteiligten für ihre engagierte Arbeit herzlich zu danken. Ich denke dabei an die Menschen in den Ministerien, zuvörderst im Finanzministerium, aber auch gleichermaßen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und der Landtagskanzlei, insbesondere im Budgetbüro. Dadurch, dass die Eingangsdaten dieses Jahr immer wieder aktualisiert werden mussten, war der Prozess der Erarbeitung des Haushaltsplans mit all seinen Übersichten und Einzelangaben besonders aufwendig. Und somit waren auch die Anforderungen besonders hoch, auch im Hinblick auf die terminliche Enge. Alle haben, und das ist meine ehrliche Überzeugung, Hervorragendes geleistet und Lob und Anerkennung verdient. Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit.
Und Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dem Dank des Kollegen Kaufmann kann ich mich durchaus anschließen. Wer die hektischen Zusammenhänge der Gestaltung dieses Haushalts sich angesehen hat, der weiß, wie viel zusätzliche Spät- und Nachtstunden daran gehangen haben, um einigermaßen durchzublicken, was jetzt gerade Sachstand der politischen Entwicklung dieses Haushalts ist. Also mein Dank an alle diejenigen, die da mitgewirkt haben. Denn noch nie haben wir in diesem Haus derart hektisch das Treiben zu einer dritten Lesung erlebt. Noch vor weniger als einem Monat haben wir es erlebt, dass noch zur dritten Lesung derart weitreichende Änderungsanträge bis jetzt noch zum Plenum eingereicht wurden. Wir wissen alle, dass es dafür gute Gründe gibt. Zuerst natürlich, dass der Entwurf des Landeshaushalts, wie er uns im Herbst vorgelegt wurde, die tatsächliche Situation in Hessen in keiner Weise mehr wiedergibt. Die Planungen der Landesregierung wurden hier schlicht von der Wirklichkeit überholt, weil niemand damit gerechnet hat, dass in diesem Jahr eine so große Zahl von Menschen bei uns Schutz vor Krieg und Elend suchen. Auch wir haben umfangreiche Änderungsanträge zum Landeshaushalt gestellt. Die insgesamt über 100 Änderungsanträge sind aber nur ein Versuch, die gröbsten Ungerechtigkeiten schwarz-grüner Haushaltspolitik auszugleichen und unsere Schwerpunkte für einen echten Politikwechsel deutlich zu machen. Wir setzen dabei auf Einnahmeverbesserung aus einer sozialen und gerechten Steuerpolitik, die in Hessen zu erheblich höheren Einnahmen führen würden. Allein eine moderate Vermögensbesteuerung würde in Hessen zu Mehreinnahmen von 1,5 Milliarden € führen. Dafür und darüber hinaus fordern wir aber auch eine auf Landesebene weitergehende Schrittfolge für höhere Einnahmen, insbesondere durch die Einstellung zusätzlicher Steuerfahnder und Betriebsprüfer sowie durch die Einführung des Wasserzents für gewerbliche Verbraucher. Mit den zusätzlichen Mitteln wollen wir vor allem in der Sozial- und Bildungspolitik einen echten Politikwechsel einleiten und gleichzeitig das Schrumpfen des öffentlichen Dienstes auf einen Magerstart beenden. Angesichts der aktuellen Entwicklungen sehen wir aber auch, und das gerade bei den Kommunen, dass sie in ihrer Handlungsfähigkeit dringend gestärkt werden müssen. Sie brauchen mehr Mittel für Investitionen, aber auch um Geflüchtete menschenwürdig unterzubringen. Vieles von dem, was wir in diesem Jahr gefordert haben, sehen wir nun dieses Jahr auch in Haushaltsanträgen der Landesregierung, wenngleich auch deutlich in kleinerem Umfang. Meine Damen und Herren von der SPD, damit meine ich Sie als Anhängsel von Regierungsanträgen ausdrücklich auch. Der Unterschied ist allerdings, dass da viele sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen werden, nun unter der Überschrift Flüchtlinge gestellt werden. Das, meine Damen und Herren, ist gefährlich und falsch, wenn wir uns hier im Haus dafür entscheiden, in den Begründungen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, steht immer wieder Flüchtlinge drin. Ist gefährlich und falsch, sagte ich deshalb. Und wenn wir hier in diesem Haus uns dafür entscheiden, etwas mehr für Überstunden im öffentlichen Dienst, die Überstunden abgebaut werden sollen, oder wenn wir Ganztagsschulen ausbauen, dann hat das zunächst nichts mit Flüchtlingen zu tun. Das alles ist ja im Grunde richtig, aber was sollen die Menschen in Hessen denn denken, wenn die Landesregierung jetzt endlich dafür sorgt, dass sie diese sinnvollen, wenn auch kleinen Schritte gegangen werden, mit der Begründung, es seien so viele Menschen, die hierher geflüchtet seien? Das stimmt doch so aber gar nicht. Nehmen Sie etwa den Wohnungsbau. Hier hat sich die neue Regierungskoalition aus CDU, SPD und GRÜNEN darauf verständigt, dass man bis 2019 10.000 Wohnungen bauen will.
Hier ist das Problem doch nicht, dass wir in Hessen Flüchtlinge aufnehmen. Das Problem ist, dass der öffentliche und soziale Wohnungsbau seit Jahrzehnten vernachlässigt wird. Deshalb werden die 10.000 Wohnungen ja auch noch nicht einmal ausreichen, um den Wegfall von 16.900 Wohnungen aus der Sozialbindung im gleichen Zeitraum aufzufangen. Das Gleiche gilt auch für den Bereich Ganztagsschulen. Hier besteht massiver Bedarf. Deshalb hat sich Schwarz-Grün ja auch mit dem Pakt für den Nachmittag ein Trostpflaster für die Eltern und Kinder in Hessen ausgedacht. Weil dieses Trostpflaster aber eben nicht wirklich weiterhilft, um den Bedarf der Ganztagsschulen zu decken, geschweige denn, um überhaupt Ganztagsschulen als pädagogisches Projekt für das Land anzugehen, baut man hier wenigstens mit kleinen Beträgen die Ganztagsschulangebote aus. Selbst für zusätzliche Lehrer ist endlich Geld da. Ich finde das alles im Grundsatz richtig, weil es ein Schritt weg ist von der Logik der Schuldenbremse, die immer nur auf neue Kürzungen besteht. Allerdings ist das auch richtig, auch wenn wir wieder einmal weniger Geflüchtete hier aufnehmen müssten, etwa weil Fluchtursachen bekämpft und der Krieg wirklich geächtet wäre. Man kann ja auf dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte fast den Eindruck haben, dass die Landesregierung da endlich auf den Trichter gekommen wäre, mehr Lehrer, mehr Ganztagsschulen, mehr Wohnungsbau zu finanzieren. Aber das ist leider nicht so. Sie stecken weiter tief im Loch in der Logik der Schuldenbremse. Für diese Landesregierung geht es weiterhin darum, der Kollege Kaufmann hat das noch einmal betont, die Ausgaben des Staates zu kürzen, und weiter verweigern Sie sich einem Politikwechsel, der auf Umverteilen von oben nach unten setzt. Die Kommunen sind chronisch unterfinanziert. Die Investitionen wurden auf allen Ebenen vor allem als Sparpotenzial betrachtet. Der soziale Wohnungsbau wurde über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt. Und die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurden für immer neue Sonderopfer herangezogen, um den Landeshaushalt zu sanieren. Währenddessen waren und sind Steuererhöhungen, die vor allem Menschen mit besonders hohen Einkommen und großen Vermögen, aber auch Großkonzerne und Banken treffen, tabu. Bis heute weigert sich die Landesregierung, ihrer Einnahmeverantwortung nachzukommen und im Bundesrat auf die Wiedererhebung der Vermögensteuer und die Anhebung der Besteuerung großer Erbschaften hinzuarbeiten. Beides sind die Steuern, über die Hessen seine Handlungsfähigkeit zurückgewinnen kann. Stattdessen plant die Landesregierung weitere Einschnitte bei den Investitionen, die bis 2019 um 22% unter dem Niveau des Jahres 2013 liegen sollen und vernachlässigt damit die Interessen nachfolgender Generationen genauso wie die Interessen all derer, die auf eine funktionierende öffentliche Infrastruktur angewiesen sind, nämlich wir alle. Auch im nächsten Jahr soll in Hessen öffentlichen Dienst Personal abgebaut werden und die Beamtinnen und Beamten von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Besonders da der Stellenabbau im öffentlichen Dienst dieses Jahr im Bereich von Stellen für Auszubildende stattfindet, wird klar, dass es schon längst nicht mehr um Generationengerechtigkeit geht. Gerade hier wird deutlich, dass die Schuldenbremse mit Generationengerechtigkeit nichts zu tun hat. Die Landesregierung hat sich selbst in einem Bündnis für Ausbildung zu mehr Engagement verpflichtet. Gemeinsam mit Wirtschaft, Gewerkschaften, kommunalen Spitzenverbänden und der Bundesagentur für Arbeit hat man sich das Ziel gesetzt, dass in Hessen jährlich 1.500 zusätzliche Ausbildungsplätze entstehen. Die Streichung von 138,5 Ausbildungsstellen im Landesdienst widerspricht diesem Anliegen zentral. Daher sollen die Ausbildungsstellen nicht gestrichen werden. Einen entsprechenden Änderungsantrag haben wir vorgelegt. Das alles tut die schwarz-grüne Landesregierung, damit um jeden Preis die sogenannte Schuldenbremse eingehalten werden kann. Dabei wird es immer offensichtlicher, dass die Schuldenbremse nicht vereinbar ist mit einem demokratischen Staat, der handlungsfähig ist und Politik im Interesse des Gemeinwohls gestaltet. Genau diesen Geist des Ausbaus der Handlungsfähigkeit des Staates
atmet auch dieser schwarz-grüne Landeshaushalt von Politikwechsel keine Spur. Deshalb gilt für unsere Fraktion, auch wenn jetzt einige Maßnahmen getroffen werden über Änderungsanträge, die wir wenigstens als kleine Schritte in die richtige Richtung ansehen, dann sind wir bereit, dafür zu stimmen, diesen schlechten Haushaltsentwurf ein klein wenig besser zu machen. Aber davon wird dieser schlechte Haushaltsentwurf noch kein guter, und deshalb lehnen wir ihn ab. Und auch bei Ihren Änderungsanträgen haben die Regierungsfraktionen noch einen vermeintlich kleinen Antrag gestellt, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass die SPD jetzt als Opposition dabei ausfällt und wir Ihnen das durchgehen lassen würden. Meine Damen und Herren, es geht um den Änderungsantrag zum Holm. Hier heißt es in der Begründung des Antragstellers, ich zitiere, der finanzielle Mehrbedarf in Höhe von 3.623.800 € resultiert im Wesentlichen aus der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Mietauslastung der Immobilie. Ursprünglich wurden bereits in der Anlaufphase von einer höheren Mietauslastung der Immobilie ausgegangen. Zudem sind die für den Betrieb der Immobilie verbundenen Aufgaben und Verpflichtungen zu niedrig angesetzt worden. Dies lässt sich vor allem auf die Tatsache zurückführen, dass das Gebäude erst Mitte 2014 in Betrieb genommen wurde. Insoweit bestanden zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts des Landes seitens der Geschäftsführung noch geringe Erfahrungswerte im Aufbau der Bewirtschaftung. Soweit das Zitat in dem Antrag. Sie hätten es auch auf gut Deutsch schreiben können, das Holm ist ein Flop und kostet jede Menge Geld, das wir besser an anderer Stelle ausgeben könnten. Die Gegenfinanzierung dieser Mehrkosten ist dann aber wirklich die Höhe. Sie nehmen das Geld, das am Holm an Mieteinnahmen nicht hereinkommt, aus dem Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen. Geld, das eigentlich vor allem für den sozialen Wohnungsbau da ist, fließt jetzt in ein untergehendes Leuchtturmprojekt, das keiner braucht. Dieses Geld hätte man besser zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau gesteckt, anstatt mit dem Geld, das an Holm schon verschwendet wurde, noch mehr hinterherzuwerfen. Aber diese Art der Wirtschaftlichkeit hat ja auch in Hessen eine Tradition im Umfeld von Flughäfen allemal. Besonders pikant ist natürlich auch noch einmal die Tatsache, dass eine weitere Million zur Finanzierung von Holm aus den Dividenden von Fraport gezahlt werden. Also, wir nehmen das Geld, das wir von Fraport bekommen, um es wieder an Fraport zurückzuzahlen. Das ist eine Chronik der Geschichte, die man so einfach nicht durchgehen lassen kann. Der guten Ordnung halber möchte ich auch noch etwas zu den Änderungsanträgen der FDP sagen. Nachdem Sie in der zweiten Lesung die Änderungsanträge der SPD allein mit der Begründung abgelehnt haben, dass es zu früh für Änderungsanträge sei, haben Sie unsere Änderungsanträge im Haushalt glatt abgelehnt, ohne Begründung. Ich will es Ihnen nicht gleich tun, sondern inhaltlich darauf eingehen. Wir werden Ihren Änderungsanträgen im Bildungsbereich teilweise zustimmen, da auch wir es für sinnvoll halten, auf die im Haushalt vorgezogenen Kürzungen bei den Schulen zu verzichten. Ihren Kampf gegen Windmühlen tragen wir aber nicht mit. Sie sollten anerkennen, dass wir die Energiewende brauchen und dass es sinnvoll ist, dabei auch auf Windenergie zu setzen. Meine Damen und Herren von der FDP, wir sind im 21. Jahrhundert. Die Zeit, in der wir Dinosaurierleichen verbrennen, ist langsam vorbei. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege van Ooyen. Meine Damen und Herren, auf der Besuchertribüne begrüße ich den Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, Horst Schneider. Herzlich willkommen, bitte. Das Wort für die FDP-Fraktion hat Dr. Jörg Uwe Hahn. Ich bedanke mich für die vielen Mittel, die in diesem Haushalt. Sehr geehrter
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Oberbürgermeister, ich will die Debatte anschließen an das, was Kollege Willi van Ooyen gesagt hat. Ich bin wirklich erstaunt darüber, mit welcher Gelassenheit wir von den demokratischen Fraktionen bei diesem Thema uns verhalten. Kollege van Ooyen hat nichts Geringeres als das gesagt, dass die Schuldenbremse undemokratisch sei, dass die Schuldenbremse eine Qual für die Menschen in diesem Land ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, die Schuldenbremse ist der Wunsch der Bevölkerung unseres Landes. Er ist Verfassungsinhalt, und er ist gut. Er ist gut, weil er ist nämlich nachhaltig. Er ist nicht nach dem Motto, wir geben das Geld unserer Kinder und Enkelkinder aus, sondern er geht nach dem Motto, dass diese Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat. Wir wollen das tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. So hat das die schwäbische Hausfrau, aber auch der Kumpel im Ruhrgebiet gemacht. Wir wollen so arbeiten, dass wir unseren Kindern und Enkeln eine schuldenfreie Immobilie zur Verfügung stellen können. Viele haben das geschafft, und ich merke das jedes Mal bei den Empfängen bei dem VdK, wenn man das anspricht in dem Festzelt auf dem Hessentag, wo wir alle schon gesprochen haben. Das ist nachhaltige Politik. Das hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut, und das wollen die Deutschen und die Hessinnen noch wieder haben. Und daran müssen wir uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch halten. Ich bin natürlich irritiert. Ich bin natürlich irritiert, wenn ich in der Presseerklärung von Herrn Boddenberg und von Herrn Wagner lese, wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Das ist die falsche Überschrift. Die Überschrift muss heißen, wir werden die Schuldenbremse einhalten. Wollen ist etwas, na ja, es kann ja noch etwas passieren. Und irritiert, Herr Kollege Kaufmann, bin ich von Ihnen, eben als Sie sagten, die Schuldenbremse ist ja etwas Vernünftiges, wenn man es mittelfristig beurteilt. Da werde ich natürlich ganz hellhörig. Wir reden jetzt über den Haushalt 2015, über den Haushalt 2016. Wenn Sie dann von Mittelfristigkeit sprechen bei der Schuldenbremse, die auf alle Fälle zum Ende dieses Jahrzehntes hier auch auf gesetzlichen Grundlagen umgesetzt werden muss, was heißt denn dann mittelfristig? Das ist doch genau dieselbe Argumentation wie die von Kollegen Boddenberg, der das gerne will. Ach, was ich alles will und was ich in meinem Leben schon alles gewollt habe. Ich habe z.B. gewollt, dass die FDP weiter im Bundestag bleibt. Sie ist es derzeit nicht. Also lassen wir es doch mit diesen Sprüchen, mit dem Wollen. Die Ernsthaftigkeit ist hier gefragt. Ich habe es in der ersten Lesung gesagt. Florian Rentsch hat es für uns in der zweiten Lesung gesagt. In den Debatten im Haushaltsausschuss jedes Mal von mir wieder nachgefragt oder angemahnt. Wo ist eigentlich die Ernsthaftigkeit der Landesregierung, der sie tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Schuldenbremse auch wirklich erfolgreich umzusetzen? Wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Es ist kein Beweis, Herr Schork, wenn man gerade mal wieder so, knapp unter der Linie hindurchläuft. Das ist kein Beweis. Das ist Pflichtaufgabe. Ich habe es Ihnen schon mehrfach gesagt. Das ist keine Leistung von Ihnen. Das müssen Sie so machen. Aber müssen machen heißt nicht, dass Sie es auch machen wollen. Dann würden Sie nämlich gerade dieses Jahr genutzt haben, um den Abbaupfad der Schuldenbremse mit viel größerem Interesse und viel intensiver zu begehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1,4 Milliarden, Herr Kollege, hat Ihr eigener Finanzminister als zusätzliche Steuereinnahmen in den Haushalt notiert. 1,4 Milliarden. Und dabei sind jetzt nicht dabei die Sonderzuweisungen, die vollkommen zu Recht, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, ich war der Erste hier am Pult, der gesagt hat, derjenige, der die Grenzen aufmacht, muss auch für die Flüchtlinge bezahlen. Also habe ich doch jetzt nicht dazu gepackt zu den 1,4 Milliarden zusätzlichen Steuereinnahmen, die Umsatzsteuereinnahmen, die aufgrund des Kompromisses mit dem Bund noch nach Hessen gekommen sind. Sie haben alleine aufgrund der wirtschaftlichen Begebenheiten 1,4 Milliarden, meine sehr verehrten Damen und Herren, und machen so viele neue Schulden. Sie machen so viele neue Schulden, dass Sie gerade unter der Hürde der Grenze
des Gesetzes durchschlupfen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von Schwarz und Grün, das hat nichts mit nachhaltiger Finanzpolitik zu tun. Das ist ein Durchschlängeln von Jahr zu Jahr. Eine Strategie daran erkennen wir Liberale jedenfalls nicht. Da bedarf es gar nicht des Gutachtens von PwC, weil das wussten wir doch alle selbst. Es gibt ein Schreiben der Staatssekretärin Frau Dr. Weyern von vor einigen Wochen, vielleicht auch einigen Tagen, an den Haushaltsausschuss, wo es um die Frage des Eigenkapitals geht, wo es um die Frage der Entwicklung des Eigenkapitals geht. Ich kann ja nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, häufig ist wirklich Lesen auch bildend. Da steht eindeutig herin, dass immer dann, wenn höhere Verschuldungen genommen werden, also wenn zusätzlich Verschuldung genommen wird, also wenn das gemacht wird, Herr Schork, was Sie jetzt gerade in einer Stunde beschließen wollen, nämlich zusätzlich knapp 700 Millionen Schulden aufzunehmen, macht es ein Defizit oder eine geringere Entwicklung bei der Eigenkapitalquote. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, macht die Flexibilität des Haushalts kaputt. Etwas ähnlich, das ähnlich umschreibt das PwC gerade. Und auch hier wieder verräterisch die Zahlen bei PwC. In der Prognose, schon beginnend ab jetzt, hat das Land Hessen eines der höchsten Einnahmen pro Kopf. 140 € mehr als die alten Flächenländer pro Einwohner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben aber auch fast die höchsten Zinsausgaben. Ja, ich weiß, das ist eine Kombination aus Land und Kommunen. Da hat Herr von Euen darauf hingewiesen und ich glaube, auch schon andere Kollegen darauf hingewiesen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Haushaltssituation der Kommunen, da waren wir uns doch, glaube ich, in diesem Hause nicht streitig, sind wir im Hessischen Landtag doch mitverantwortlich. Wir haben doch darüber diskutiert beim KFA, wie die einzelnen Berechnungen gemacht werden müssen. Wir wollen doch nicht, dass die Kommunen gezwungen werden, in eine Steuererhöhungsspirale hereinzugehen. Aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat ja auch diese Regierung, hat die sie tragenden Fraktionen von CDU und von den GRÜNEN unterstützt. Ich habe deshalb sehr bewusst für die Freien Demokraten zu Beginn noch einmal darauf hingewiesen, unser Haushalt ist das nicht. Unser Haushalt hätte das schon weitergemacht, was Kollege Rentsch und ich und Kollegin Beer in den Jahren 2010, 2011, 2012 begonnen haben, nämlich jeweils eine strukturelle Veränderung in den Verwaltungen vorzunehmen, nachzuschauen, ob alle Standorte, die wir haben, noch sinnvoll sind, nachzuschauen, ob wir nicht Doppel- und Dreifachbearbeitung bei vielen Dingen vornehmen. Und jetzt, das Thema ist ja gestern noch angesprochen worden, ist z.B. die aktuelle Frage, wieso eigentlich müssen die Flüchtlingsdaten einmal vom Land Hessen aufgenommen werden, damit sie dann irgendwann später noch einmal vom Bundesamt aufgenommen werden. Da reicht es doch vollkommen aus, wenn man das einmal macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also unser Haushalt wäre einer, der strukturelle Veränderungen vornimmt, der sich wirklich vorbereitet darauf, ohne dass die Schmerzen, von denen Herr van Ooyen hier gedroht hat, kommen, dass der Haushalt so vorbereitet ist, dass er strukturell in der Lage ist, mit weniger zusätzlichen Steuereinnahmen auszukommen. Die Feinschmecker haben eben gehört, ich habe gesagt, von weniger zusätzlichen Steuereinnahmen. Denn wir hoffen ja alle, dass jedes Jahr ein bisschen mehr Steuern eingenommen werden. Es werden nicht immer 1,4 Milliarden € sein. Zweite Bemerkung. Über die Art der Beratung haben sich alle meine Vorrednerinnen und Vorredner oder alle meine Vorredner bereits ausgesprochen. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich habe auch Leute nachgefragt, die hier schon über 20 Jahre Haushaltsberatung machen, ob es so etwas schon einmal gegeben hat. Keiner hat das so erlebt. Muss man ja sagen, und das diskutieren wir als Freie Demokraten ja auch, okay, besondere Zeiten führen auch zu besonderen Maßnahmen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es will mir nicht in den Kopf hinein, ich sage es jetzt nicht frankfurterisch, damit das der Offenbacher Oberbürgermeister auch versteht, es will mir nicht in den Kopf hinein, wieso die entscheidenden Eckbausteinanträge, wie hat Kollege Kaufmann das vorhin bezeichnet, erst 48 Stunden vor dieser Beratung den Mitgliedern des Hessischen Landtags vorgelegt werden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen,
Das macht man nicht. Das macht man nicht. Dazu komme ich gleich. Das ist der billigste Zwischenhof, Herr Kaufmann, den Sie in den letzten 15 Jahren hier abgegeben haben. Das ist der billigste Zwischenhof, den Sie abgegeben haben. Ich werde Ihnen das gleich begründen. Ich werde Ihnen das gleich begründen, warum wir unsere Anträge erst gestern eingereicht haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie eine Empfehlung des Haushaltsausschusses dem Parlament vorlegen, wo ein ausgeglichener Haushalt vorliegt. Das haben Sie aber nicht, sondern Sie haben vor 48 Stunden diese Anträge hier vorgelegt. Da möchte ich doch, ohne dass ich jetzt hier wegmessern will, das ist überhaupt nicht das Thema der Freien Demokraten hier in diesem Hause, möchte ich aber schon darauf hinweisen, dass es auch Minderheitenrechte gibt. Also Beckmesserei, Herr Wagner, ich hätte Sie gerne hier gehört, wenn das die schwarz-blau-gelbe Regierung so gemacht hätte. Sie hätten ja hier fast einen Herzinfarkt bekommen vor Aufregung. Sie hätten ja ein ganz, ganz rotes Gesicht bekommen. Und jetzt der Zwischenruf. Ich würde nicht richtig behaupten, dass wir nicht Beckmessern sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Sie werden einmal wieder in die Minderheit kommen. Und da werden Sie sich die Frage stellen, die wir uns gestellt haben, wenn gerade bei dem großen Teil Flüchtlinge eine übergroße Mehrheit in diesem Hause sich vorher verabredet hat, wo dann denn eigentlich noch die Rechte der Minderheit sind, sich mit diesem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber sollten Sie sich schon einmal Gedanken machen. Und gerade die Damen und Herren von den GRÜNEN, die gerade so eifrig meinen, dazwischenrufen zu müssen. Das Thema Flüchtlinge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zur Kenntnis genommen und das auch immer wieder in öffentlichen Erklärungen dokumentiert, dass wir mit den Vorlagen, die zunächst aus der Regierungsfraktion, aus den Regierungsfraktionen gekommen sind, die in dem Aktionsplan der Landesregierung ja auch sozusagen die Grundlage regierungsseits gefunden haben, dass viele dieser Ideen sehr vernünftig sind. Wir haben uns nicht angewöhnt, wie das manche andere früher gemacht haben, aufzuzählen, was alles die FDP-Fraktion in den letzten 12 Monaten zu diesem Thema bereits vorgeschlagen hat. Aber eine Trefferquote von weit über 50% war in diesen Anträgen von Ihnen nachzulesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, besondere Zeiten bedingen auch besondere Arten der Politik. Wir haben uns deshalb entschieden, dass wir sämtliche Anträge, die zu dem Bereich Flüchtlinge gehören, mit einer Enthaltung begleiten. Und zwar deshalb, weil neben den 50%, die wir auch als gut empfunden haben, vielleicht waren es auch 75% nachher, 25% von Anträgen dabei sind, die in keinster Weise in unserer Auffassung etwas mit Flüchtlingen oder mit der Verbesserung der Situation von Flüchtlingen in Hessen zu tun haben. Aber auch hier wieder, jetzt nicht diese kleinteilige Diskussion, die ich kann mich daran erinnern, in der letzten Legislaturperiode gerade von der Fraktion der GRÜNEN hier in diesem Hause geübt worden ist. Gerade diese Diskussion führen wir als Liberale heute nicht, sondern wir sagen, das Gesamtpaket Flüchtlinge ist ein Gesamtwerk. Ich sage jetzt nicht Gesamtkunstwerk, aber es ist ein Gesamtwerk. Und vieles davon ist richtig, manches ist falsch. Was macht dann eine gute Opposition? Sie enthält sich der Stimme. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind aber die Äußerungen, die inhaltlich dazu vom Kollegen Kaufmann gebracht worden sind. Er hat gesagt, wir müssen von einer Willkommenskultur zu einer Integrationskultur kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da hat der Kollege Kaufmann aber einen Schritt dazwischen vergessen. Wir müssen zuallererst bei der hohen Zahl der Flüchtlinge von einer Willkommenskultur zu einer Willkommensstruktur kommen. Wir müssen überhaupt erst einmal uns selbst als Land Hessen und die Kommunen ausstatten dazu, dass man eine Willkommenskultur leisten kann. Ich halte es für ein Obst, das ganz, ganz weit oben hängt, wenn man jetzt schon sagt, wir müssen uns um die Integrationskultur kümmern. Das ist der nächste Schritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Machen Sie doch bitte erst einmal Ihre Hausaufgaben, und dann können wir uns über die weiteren Aufgaben und die weiteren Ziele auch einigen. Wir haben, Kollege Kaufmann, ganz bewusst uns entschieden, unsere Anträge erst gestern in der Fraktion endgültig zu beschließen und in den Geschäftsgang zu bringen. Wissen Sie warum? Weil wir auf der einen Seite nicht das Schicksal erleiden wollten, wie es die LINKEN erlitten haben, und weil wir zum Zweiten erst einmal wissen wollten, was Sie überhaupt wollen.
Wir wussten ja erst seit gestern Morgen, was Sie überhaupt abschließen wollen. Und wir schreiben doch keine Anträge zu einer Situation, die wir noch gar nicht wissen. Also Sie waren die Verantwortlichen dafür, dass wir so lange zugewartet haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben keine Zeit zur Beratung mancher Anträge auch von Ihnen bekommen. Das gilt insbesondere für die gemeinsamen Anträge mit der SPD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Schork, ich weiß nicht, ob Sie sich darüber bewusst sind. Ich habe es im Ausschuss schon einmal gesagt. Im Lehrbuch, es sind keine Schülerinnen und Schüler hier, im Lehrbuch würden Sie nämlich nachlesen, dass das Parlament die Regierung kontrolliert. Das ist ja staatstheoretisch auch irgendwann einmal richtig gewesen, ist nur heute praktisch vollkommen falsch. Das Parlament unterstützt die Regierung. Und die Einzigen, die die Regierung auch tatsächlich kontrollieren, ist die Opposition. Und deshalb braucht die Opposition auch manchmal ein bisschen länger dazu. Und Herr Schork, Sie wissen ja genau, dass ich seit 1999 in den Beratungen auch in internsten Kreisen immer wieder ein bisschen daran beteiligt war. Ich weiß doch, wie die Vorberatungen bei Ihnen getroffen worden sind. Hoffentlich sind Sie auch so intensiv getroffen worden, wie wir das damals in der Regierungsverhandlung gemacht haben. Aber Sie haben doch einen Vorsprung. Und diesen Vorsprung innerhalb von 48 Stunden uns zumuten zu wollen, dass Sie den ausgleichen sollen, ich halte es jedenfalls für sehr, sehr mutig. Und da auf den Haushaltsausschuss hinzuweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kameradschaftlich ist das jedenfalls nicht. Die Anträge der FDP stehen unter einem Motto. Und das Motto heißt Vorfahrt für Bildung und Mobilität. Wir wollen mit unseren Anträgen deutlich machen, dass man Ihrem Konzept der Haushaltsstrukturen auch ein anderes gegenübersetzen kann. Wir wollen, dass die Mittel, die der Bund für das BAföG uns zahlt, auch weiterhin im Bereich, und zwar zusätzlich im Bereich von Wissenschaft und Kunst, zu einem großen Teil angelegt wird. Da haben Sie eine Mogelpackung den hessischen Hochschulen vorgelegt, indem Sie, Sie nennen das so schön, das ist prolongiert worden. Das ist natürlich dann in diesem, im nächsten Jahr weniger. Wenn man etwas prolongiert, heißt das, ich zahle es nicht 2016, sondern ich zahle es frühestens 2017. Wir wollen das nicht. Deshalb haben wir einen entsprechenden Antrag in einer Höhe von 16,91 Millionen € Ihnen vorgelegt. Wir haben darüber hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, gesagt, dass auch im Rahmen des BAföGs wir Mittel, die uns zur Verfügung stehen, besser nutzen, nicht im Zuge des BAföGs, sondern im Zuge des Betreuungsgeldes, besser nutzen für das es sich auch gehört. Wir stehen als Freie Demokraten und nicht erst in dieser Legislaturperiode für frühkindliche Bildung. Wir wollen, dass die frühkindliche Bildung intensiver ausgebaut wird. Das ist das Kapital unseres Landes. Es sind unsere Kinder. Und darüber hinaus, wenn wir die frühkindliche Bildung richtig organisieren, dann haben wir auch einen Gewinn als Gesellschaft, wenn die Kinder Erwachsene sind und im Berufs- oder im Familienleben aktiv sind. Und das sind bei uns zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die qualifizierte Schulvorbereitung. Manche hier im Raum, und insbesondere Stefan Grüttner, wird sagen, das ist dein Lieblingskind, Jörg-Uwe. Ja, das ist es, weil es so vernünftig ist. René Rock und ich haben in der letzten Legislaturperiode nicht umsonst dafür gekämpft, dass es eine qualifizierte Schulvorbereitung gibt. Und wir waren in vielen der entsprechenden Einrichtungen nicht nur in den Wahlkreisen, die wir selbst zu betreuen haben, unterwegs gewesen und haben gesehen, was für Fortschritte dieses für die Kinder, für die Kita-Kinder, ja meistens die Kindergartenkinder, bringt. Deshalb muss da 2,7 Millionen € dazu. Und jeder hier im Raum kann sich noch erinnern, sogar diejenigen, die mit KiföG wenig am Hut hatten oder denen es irgendwann einmal die Diskussion ein bisschen langweilig wurde, um es höflich auszudrücken, dass wir bei der Finanzierung der Säulen bei der letzten, der vierten Säule, Schluss gemacht haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in der Fraktion der Auffassung, dass wir da noch Nachlieferungspflichten als Hessischer Landtag haben. Und deshalb der Antrag, dass 21,4 Millionen € als komplexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in die Kinderbetreuung hereingenommen werden sollen. Natürlich danke ich zum Abschluss, und das mache ich nicht als Floskel in diesem Jahr, überhaupt nicht,
denjenigen, die uns dabei geholfen haben. Und ich möchte, da viele schon genannt worden sind, insbesondere die Vertreter in unserem Hause des Budgetbüros mit meinem Dank versehen, mit unserem Dank versehen. Und ich sage sehr deutlich, ich möchte auch den Geschäftsführer des Haushaltsausschusses, Herrn Zinser, mit großem Dank begleiten. Er hat, wie ja viele hier im Raum wissen, zwischendurch sich ein bisschen mit sich selber beschäftigen müssen und hat es trotzdem geschafft. Bis gestern, nein, bis heute Vormittag noch die letzten Mails, jedenfalls die Mitglieder des Haushaltsausschusses, auszustatten damit. Ein herzlicher Dank an ihn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind ganz besondere Verhandlungen gewesen. Sie werden heute auch mit einer ganz besonderen Art von Abstimmungsritual, habe ich auch noch nie erlebt, aber ich bin ja erst seit 28 Jahren hier im Hause, ist ja schön, wenn man etwas Neues erlebt, beendet werden. Dieser Haushalt ist nicht perspektivisch. Wir müssen herangehen an Strukturänderungen des Haushaltes, damit wir die von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern uns auferlegte Schuldenbremse, die vernünftig ist, auch einhalten können. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hahn. Das Wort hat der Abg. Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Ich will auf einige wenige Punkte eingehen meiner Vorredner. Ich fange einmal bei dem an, was Herr Schäfer-Gümbel gesagt hat. Ich komme gleich noch einmal zu dem, was wir gemeinsam beschlossen haben, Herr Schäfer-Gümbel. Aber Sie haben drei Schwerpunkte genannt, bei denen Sie Kritik üben. Das eine ist, das ist jetzt kein ganz neues Thema, aber das haben Sie heute wiederholt, ist Ihre Kritik daran, dass wir in den nächsten Jahren bei der jährlichen Gehaltsentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur 1% zulegen. Ich will noch einmal daran erinnern, das muss dann in jedem Protokoll auch stehen, dass wir zweimal hintereinander 2,8% Erhöhung hatten. Einmal null und dann auf 1% gehen. Ich will das Problem gar nicht wegreden. Ich könnte mir auch Angenehmeres vorstellen als Botschaft in Richtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir angesichts der Tatsache, dass 50% des Haushalts nahezu Personalkosten sind, einfach so tun, als könnte man diesen Teil ignorieren. Ich will nur eins sagen, weil Sie die Attraktivität, weil Sie, Herr Schäfer-Gümbel, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes angesprochen haben. Diese Aussage nehme ich einmal und versuche, sie in Einklang zu bringen mit einer Tatsache, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Wenn Sie heute an den hessischen Universitäten und Fachhochschulen, und das gilt nicht nur für Hessen, fragen, wohin soll es denn gehen nach dem Studium, sagen weit über 50%, dass sie in den öffentlichen Dienst wollen. Also, wie das zu dem passt, was Sie sagen, dass die Attraktivität des öffentlichen Dienstes nachgelassen hat, das überlasse ich einmal Ihrer Fantasie. Ich habe das Gefühl, dass der öffentliche Dienst auch und gerade in Hessen weiter sehr attraktiv ist. Sie haben einen zweiten Punkt. Sie haben einen zweiten Punkt angesprochen, Stichwort Bildung. Auch darauf will ich nur in Kürze eingehen. Ich glaube, ich muss hier nicht das wiederholen, was wir in der Debatte zu den Einzelplänen vorgetragen haben, gerade im Bereich der Hochschulen, die Sie angesprochen haben. Wir haben einen Hochschulpakt, wir haben Heureka, wir haben Löwe, wir haben eine Lehrerzuweisung nach wie vor, wie sie in keinem anderen Land dieses Landes, in keinem anderen Bundesland garantiert ist seit vielen Jahren und erst recht in dieser Koalition. Ich glaube, wir müssen uns nicht ernsthaft darüber streiten, wie Hessen dort im Vergleich zu allen anderen dasteht. Und da Sie die frühkindliche Bildung angesprochen haben, ich spreche ein bisschen schneller, weil ich nur wenig Zeit habe, will ich nur noch einmal daran erinnern, was haben wir hier gestritten über das Kinderförderungsgesetz? Und wenn Sie sich heute einmal die Zahlen anschauen, wir haben in 2016 für diesen Bereich sage und schreibe 434 Millionen € in diesem Haushalt stehen. Ich erinnere mich daran, dass der Sozialminister, als wir seinerzeit darüber sehr streitig diskutiert haben, mal ausgegangen sind bei 2010, ich glaube, von 70 oder 80 Millionen €. Sie wollen da nicht allen Ernstes behaupten, dass das kein gewaltiger Sprung in Richtung gerade des von Ihnen angesprochenen Bereichs der frühkindlichen Bildung ist. Und ein Blick in die Lehrerstellenzuweisung, Herr Schäfer-Gümbel, hilft auch. Das sage ich nicht belehrend, sondern ich empfehle es einfach einmal.
Wenn Sie sich anschauen, wie viele Stellen dort in diesem Bereich vorgesehen sind im Bereich des Kultusministers, Erzieherinnen und Erzieher 283 kosten 12,7 Millionen €, sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Eingangsstufe 79 Stellen, flexibler Schulanfang 77 Stellen, Sozialpädagogik für die Vorklassen 286 Stellen, Vorlaufkurse 230 Stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, es kann immer noch ein bisschen mehr sein, aber ich finde, das, was wir hier machen, ist wirklich vorzeigbar und auch notwendig. Ich will einen dritten Punkt ansprechen. Sie haben das Thema Investitionen angesprochen. Ja, ich lasse jetzt einmal alles weg, was wir dazu schon vorgetragen haben. Stichwort Konjunkturprogramm schon in der letzten Legislaturperiode. Stichwort aktuelle Investitionsprogramme für die kommunale Seite. Ich will nur sagen, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man auch dort einmal hinschaut, wie sieht es denn bei den anderen aus? Wir haben in Hessen eine Investitionsquote oder ein Investment dort für Sachinvestitionen von 428 € pro Einwohner. Nordrhein-Westfalen liegt bei 295 und unser häufig so gerühmtes Nachbarland Rheinland-Pfalz bei 346. Ja, auch dort sage ich, stellt uns nicht zufrieden. Auch ich gehöre als kleiner mittelständischer Unternehmer zu denen, die sagen, besser in die investiven Ausgaben als in die konsumtiven, wenn es eben möglich ist. Aber wir haben zurzeit im Bereich der konsumtiven Herausforderungen so viele Aufgabenstellungen, dass ich nachvollziehen kann, dass man hier einfach einmal das eine oder andere streckt. Das machen wir, das machen die Kommunen, aber das machen erst recht andere Bundesländer. Und, Kollege Hahn, ich will auch auf das Thema Schuldenbremse eingehen. Jetzt können wir den semantischen Streit, glaube ich, lassen zwischen werden und wollen. Wir wollen und werden diese Schuldenbremse einhalten. Wir haben eine klare Kalkulation auf Grundlage der erwarteten Zugänge von Menschen, die zu uns kommen in 2016, das wissen Sie. Ich sage, meine Hoffnung und Prognose ist, auch angesichts der Dinge, die da mittlerweile unternommen worden sind, auf nationaler und internationaler Ebene, dass wir diese Prognose einhalten, vielleicht sogar unterschreiten können, was die Zugangszahlen anbelangt. Und für den Fall bleibt es dabei, wir sind klar im Kurs auch des uns selbst auferlegten Durchführungsgesetzes der Schuldenbremse aus der Verfassung heraus. Also machen Sie sich einmal keine Sorge darüber, dass wir das als ein zentrales Element der Landespolitik weiterhin sehen, ohne Zweifel und ohne auch nur in einem Jota bei Ihnen die ein oder andere Befürchtung zu nähren. Schon zu Ihren Anträgen, Herr Kollege Hahn, und zur FDP. Also jetzt können wir mal vielleicht darauf verzichten, dass wir die Verfahrensfrage diskutieren. Ich habe die Kritik sehr ernst genommen. Nein, ich akzeptiere sie auch ausdrücklich. Aber Sie wissen auch, dass wir angesichts der derzeitigen Situation durchaus auch bei Gesprächen mit der SPD Zeit gebraucht haben. Wir haben signalisiert, dass da etwas kommt. Deswegen hoffe ich, dass das in diesem Jahr von Ihrer Seite ein wenig großmütiger gesehen wird. Ich will nur sagen zu Ihren Anträgen, die wir heute bekommen haben, oder ich jedenfalls heute gesehen habe, kein Vorwurf. Ich will nur sagen, wenn ich da den großen Strich drunter ziehe, sehe ich Mehrausgaben anstatt Einsparungen. Das werden Sie jetzt weiter bestreiten. Da werden wir noch Gelegenheit haben, das auszutauschen. Ich will nur einmal einen Punkt nennen. Die 21,4 Millionen des Bundes für Betreuungsgeld haben Sie gerade zweimal ausgegeben. Das, glaube ich, hatten wir schon einmal in diesem Hause. Insofern machen Sie doch einmal wirklich Hand aufs Herz den Strich unter Ihre Anträge. Und Sie werden feststellen, einen Konsolidierungsbeitrag leisten Sie jedenfalls nicht. Ich glaube, darum können wir uns verständigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier haben sich heute ganz viele bedankt. Ich will das ausdrücklich tun, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Wir haben seinerzeit, das ist ja manchmal dann im üblichen parlamentarischen Verfahren so, dass man der Regierung anbietet, wenn ihr uns braucht, wenn ihr wollt, dann helfen wir. Gebt zu, dass ich das Signal anfänglich nicht ganz so ernst genommen habe. Darüber haben Sie sich zu Recht beschwert. Aber wir haben, glaube ich, jetzt ein gutes Ergebnis. Und ich will sagen, warum dieses Ergebnis nicht nur für den hessischen Haushalt so wichtig ist. Dieses Ergebnis ist wichtig, weil es eine große Sorge in unserem Land gibt. Und Sie haben einen Bundesparteitag gehabt, wir haben auch einen Bundesparteitag gehabt, wie Sie wissen. Und die Sorge, die sich auch bei den Delegierten solcher Parteitage zum Ausdruck bringen, die ist schlichtweg die, ist die Politik in der Lage, diese große Herausforderung, und ich erspare mir jetzt jeden historischen oder geschichtlichen Vergleich, diese große Herausforderung zu kontrollieren und zu einer Lösung zu führen. Und dabei gibt es zwei Umstände. Das eine ist der, kriegen wir es hin, da ist die Bundesregierung gefragt in allererster Linie, kriegen wir es hin, dass es zukünftig weniger Menschen, die zu uns kommen, nicht weil wir sie abweisen müssen, sondern weil wir erreicht haben, dass es in den Herkunftsländern oder Regionen so ist, dass man dort überleben kann im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die erste. Herr Kollege Boddenberg, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist die erste zentrale Frage.
Und die zweite ist die, und da sind wir dann im Boot. Was ist mit der operativen Herausforderung, die wir gerade haben, gemeinsam die Länder mit den Kommunen? Und ich glaube, dort kann man gar nicht hoch genug schätzen, dass es uns gelungen ist, einen parteiübergreifenden Konsens hinzubekommen. Und da will ich nicht nur die SPD, sondern auch die FDP ansprechen, der deutlich sagt, das ist plakativ der Aktionsplan, der deutlich sagt, wir, diese Landesregierung, dieses Land, dieser Landtag mit den demokratischen Fraktionen, die sich so geäußert haben oder konkret mit uns Anträge beschieden haben, wir haben eine Antwort, wir halten die Dinge im Griff und wir sorgen dafür, dass der soziale Friede in unserem Jahr, in unserem Land auch in 2016 gewahrt wird. Herzlichen Dank dafür, alles Gute. Und jetzt packen wir die Ärmel hoch und geben das Geld aus, aber für sehr, sehr wichtige und vernünftige Dinge, wie ich finde. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Zu einer Kurzintervention, Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel, das Wort. Herr Vorsitzender, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, Herr Boddenberg, ich habe mich noch einmal kurz gemeldet, weil ich, sage ich mal, die Impulsivität Ihres Kurzvortrags jetzt nicht ganz verstanden habe. Ich war vorhin sehr vermittelnd und habe gesagt, dass es aus unserer Sicht einen Konsensteil gibt. Es gibt falsche Schwerpunktsetzungen. Herr Kaufmann, ich habe nicht davon gesprochen, dass Sie kein Profil gemacht haben, sondern ich habe gesagt, aus unserer Sicht falsche Profilsetzungen, Schwerpunktsetzungen, und habe dann auf ein paar Probleme hingewiesen. Und zu dem Bildungsbereich will ich nur zwei Anmerkungen machen. Ja, und das habe ich übrigens vorhin ausdrücklich gesagt, wir akzeptieren und anerkennen die hohen Leistungen, die beispielsweise im Hochschulsektor gemacht werden, auch im Bereich Schule, aber dass wir ein paar Probleme sehen. Und solange Sie in diesem Land eine Situation haben, dass ein nennenswerter Anteil eines Jahrgangs aus unseren Schulen ohne Schulabschluss abgeht, solange wir einen nennenswerten Anteil haben von funktionalen Analphabeten, um nur zwei Themen zu nehmen, sind unsere Fragen im Bildungssektor nicht gelöst. Auf mehr habe ich nicht hingewiesen, um es einmal ganz konkret zu benennen. Und dasselbe gilt für den Bereich der Investitionsquote. Ich will es noch einmal sagen, minus 750 Millionen € auf der kommunalen Seite, minus 200 auf der Landesseite. NRW hat beispielsweise in diesem Jahr klar gesagt, sie machen eine Investitionsoffensive. Haben da noch einmal richtig was draufgelegt. Das wird ein Problem langfristig. Jetzt gibt es mir die Chance, auch noch einmal das zu korrigieren. Es sind natürlich 1,05 Milliarden €. Insofern will ich den Zwischenruf noch einmal aufnehmen, nicht 1,5 Milliarden €. Deswegen will ich es einfach noch einmal klargestellt haben. Wir akzeptieren und anerkennen das ausdrücklich. Aber es gibt daneben eine Reihe von Fragen, die nicht zu Ende gelöst sind. Deswegen will ich ans Ende noch einmal eine Bemerkung machen. Das, was wir im Konsens heute festhalten, ist richtig und notwendig, damit genau das, was Sie beschrieben haben, nicht passiert. Der Satz, wir schaffen das, darf nicht zur Durchhalteparole werden, sondern er muss mit konkreter Politik unterlegt werden. Deswegen übernehmen wir als SPD-Landtagsfraktion an dieser Stelle ausdrücklich Mitverantwortung. Ich sage es noch einmal, das ist nur möglich, weil die Regierungsseite bereit war, sich zu bewegen, und weil die Oppositionsseite bereit war, sich zu bewegen. Dafür herzlichen Dank. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Herr Boddenberg, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Ja, Herr Präsident, Herr Schäfer-Gümbel, ich kann das sehr kurz machen. Also, zum einen will ich sagen, wenn Sie meinen temperamentvollen Vortrag nur als Kritik verstanden haben, dann würde ich sagen, das haben Sie völlig falsch verstanden. Ich habe gesagt, ich habe nur 7 Minuten Zeit und wollte einiges unterbringen, auch von Ihrer Kritik aufgreifen. Geschenkt. Die Frage der Bildungsgerechtigkeit, ich glaube, da reicht jetzt 1,5 Minuten, die mir noch bleiben, als Replik auf das, was Sie gesagt haben, nicht aus. Nur eins will ich denn hier schon noch einmal sagen. Völlig einverstanden, dass wir uns mit wirklich allem, was wir haben, an Kraft engagieren müssen, dass Menschen mit einem ordentlichen Schulabschluss die Schule verlassen und damit eine Lebensperspektive haben. Aber dazu gehört halt auch mehr als nur die Schule. Dazu gehört das gesamte Umfeld, dazu gehören die Familien, die Verantwortung von Eltern, mal unabhängig der sozialen Situation oder Situation, in der die Menschen leben. Und da müssen wir eine ganze Menge tun, da bin ich sehr bei Ihnen. Nur eines, glaube ich, das muss man dann an der Stelle sagen, und das verstehen Sie bitte nicht falsch. Was, glaube ich, auch zu einem wesentlichen Grund in Richtung der Tatsache, die Sie angesprochen haben, dass wir immer noch eine Reihe von Menschen haben, die gar keinen Schulabschluss haben, führt, ist dieser Wahnsinn, den wir betreiben, indem wir nach wie vor glauben, dass wir
unterhalb der gymnasialen und der Abiturausbildung viele Menschen in unserer Gesellschaft haben, die sagen, unterhalb, das ist nicht so doll und das funktioniert nicht für mein Kind. Wir müssen sehr viel mehr tun im Bereich der beruflichen Bildung. Wir müssen sehr, sehr viel mehr tun, Stichwort Schub, dafür, dass Menschen, die andere Fähigkeiten haben, praktische Fähigkeiten, eine praktische Intelligenz haben, in dieser Gesellschaft genauso wertvolle Mitglieder sind wie alle anderen auch. Da bin ich nicht bei denen ohne Schulabschluss. Da bin ich bei denen, um die wir uns kümmern müssen, dass wir sie adäquat beschulen und ausbilden. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Baustelle neben der, die Sie angesprochen haben. Und eine allerletzte Bemerkung, ich will es Ihnen auch noch einmal sagen. Ja, wir haben tatsächlich auch viele mit einem sehr schwachen Abschluss, von denen DIE LINKE dann immer reden, das sind die Totalverlierer unserer Gesellschaft. Und ich erinnere einmal an eine Debatte im März in diesem Hause, als Frau Wissler erklärt hat, dass das alles so tragisch und schlimm ist, dass ich dazwischen gerufen habe, schicken Sie mir doch einmal 5 der Menschen, von denen Sie da gerade reden. Dann hat sie unterbrochen und hat gesagt, wie meinen Sie das? Ich sage genauso, wie ich gesagt habe, schicken Sie doch mal 5. Bin fertig. Schicken Sie doch einmal 5. Dann habe ich auf 10 erhöht. Frau Wissler, schicken Sie einmal 10 von denen, die Sie da besprechen. Es ist bis heute keiner gekommen. Sie sprach davon, Schulabschluss, Hauptschulabschluss, keine Perspektive, keinen Ausbildungsplatz. Und ich sage, wie ich besorge all diesen Menschen einen Ausbildungsplatz, wenn sie denn wollen und erst einmal kommen. Das noch einmal zur Gesamtheit der Debatte, die, glaube ich, ein bisschen weitergehen muss als das, was Sie angesprochen haben. Herzlichen Dank. Danke, Herr Boddenberg. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Schäfer das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will auch mit einem Dank beginnen. Ich will mich zunächst bei Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedanken für Ihr Verständnis, dass wir in diesem Jahr bei der Beratung des Landeshaushalts für das kommende Jahr von den üblichen Verfahrensweisen ein wenig abgewichen sind, abweichen mussten. Und ich sage ja auch, mit einer gewissen Langfristigkeit angekündigt haben, dass wir davon abweichen. Wir hatten ja bei Vorlage des Entwurfs des Landeshaushalts, beschlossen kurz vor der Sommerpause, hier im Landtag vorgelegt im September, gesagt, dass wir hin zur zweiten und dritten Lesung die Haushaltszahlen noch einmal werden anpassen müssen im Hinblick auf die Bewältigung der Flüchtlingsfrage. Dass wir die Anpassung in dieser Dimension würden vornehmen müssen, wie wir es jetzt getan haben, haben wir, glaube ich, alle gemeinschaftlich selbst da noch nicht geahnt, nicht ahnen können. Deshalb herzlichen Dank dafür, für Ihr Verständnis für manch Ungewöhnliches. Und als nächstes herzlichen Dank an alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass der Haushaltsausschuss gestern Abend irgendwann so gegen 21.96 Uhr noch einmal zusammengetreten ist, und die Häuser vertreten waren, die Spiegelreferenten in der Haushaltsabteilung, alle da waren, es als Selbstverständlichkeit ansehen, in einer solchen Vorbereitungsphase dann doch dabei zu sein und ihre Pflicht zu tun, ist aller Ehren wert. Ganz herzlichen Dank allen, die an diesem Vorbereitungsprozess beteiligt waren. Und ich will ein drittes Wort des Dankes sagen. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass die größte Oppositionspartei des Hauses sich entschließt, Teilverantwortung für die Veranschlagung im Haushalt mit zu übernehmen. Es gibt für Opposition bei großen zu bewältigenden Herausforderungen durchaus ja auch die Verlockung, die einfacheren Schlagzeilen zu suchen. Das haben Sie anders entschieden, und dafür bin ich ausgesprochen dankbar, meine sehr verehrten Damen und Herren. An einer Stelle hat mich das aber heute auch ein Stück enttäuscht, das muss ich hinzugestehen. Ich bin im Vorfeld der Haushaltsdebatte von meinen Mitarbeitern gefragt worden, worauf freust du dich denn in der Debatte am allermeisten? Und da habe ich gesagt, ich freue mich darauf, dass der Norbert Schmidt mal eine staatstragende Rede hier im Haushalt halten muss. Da das offensichtlich per se. Das war mir jetzt sozusagen noch eine motivatorische Bemerkung für die Fortsetzung der Debatte an anderer Stelle. Nein, ausdrücklich herzlichen Dank dafür, dass wir die großen Fragestellungen, die uns da im Moment bewegen, ein Stück gemeinsam für die Zukunft bewältigen. Lassen Sie mich noch zwei, drei ergänzende Hinweise zu Einzelelementen aus der Debatte geben. Das Stichwort Beamtenbesoldung. Ja, interessanterweise bewegt das ja alle Regierungen, alle Landesregierungen,
mit unterschiedlicher politischer Farbenlehre. Und die Landesregierungen kommen auch überwiegend zu den jeweils gleichen Antworten, nämlich dass die Besoldungszuwächse begrenzt werden müssen, wenn bei Personalausgabenquoten irgendwas zwischen 40 und 50 wir eine Chance haben wollen, die Konsolidierung einzuhalten. Dann sind das jeweils sozialdemokratisch geprägte Regierungen, die das machen, und anders geprägte Oppositionsparteien, die das kritisieren. Und bei uns ist es umgekehrt, da ist es eine christdemokratisch geführte Regierung und eine sozialdemokratische Opposition, die es kritisiert. Und ich wage einmal die Prognose, wenn Sie in einem anderen Bundesland in der Regierung säßen, hätten Sie genau die umgekehrte Aufgabe. Deshalb verstehe ich, dass Opposition sich dort auch ein Stück zum Sprachrohr der Betroffenen macht. Ja, aber ich will auch darauf hinweisen, dass es ein Stück etwas Ritualhaftes hat mit Blick auf andere Bundesländer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich in dem Zusammenhang auch einige inhaltliche Bemerkungen dort aufgreifen. Ich verstehe die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer schaut nicht gerne auch auf andere, die in einem Jahr möglicherweise auch andere Besoldungs- und Vergütungszuwächse zu verzeichnen haben? Und der Blick ins Nachbarbüro, wo der Angestellte sitzt, der die gleiche Arbeit macht, ist dann eine zusätzliche Herausforderung. Völlig klar. Der Blick zurück auf Besoldungserhöhungen von 2x2,6 tröstet da auch nur sehr begrenzt, das weiß ich. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Gesprächen auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung erlaube ich mir immer, auf zwei Dinge der Aspekte der Debatte hinzuweisen. Der eine Punkt ist, häufig begegnet einem in den Gesprächen so nach dem Motto, wenn ich zu meiner Bank oder Sparkasse gehe, an Schalter, der hat durch den Bankentarifvertrag oder den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der für die Sparkassen gilt, eine viel höhere Vergütungserhöhung bekommen als ich selbst. Das verstehe ich. Aber der vermeintlich so sichere Arbeitsplatz, gerade bei den Regionalbanken, wenn die Niedrigzinsphase in den nächsten 4, 5, 6 Jahren so weitergeht, die Bundesbank hat uns da ja mit einer Analyse ziemlich nachdrücklich darauf vorbereitet, was dann passiert. Dann ist der vermeintlich so gemütliche, mit guter Kleidung ausgestattete Arbeitsplatz bei der Regionalbank eben nicht so sicher wie die Lebenszeitbeamtenstellung im öffentlichen Dienst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dort müssen dann viele Menschen eine ganz andere Diskussion über ihren weiteren beruflichen Weg möglicherweise, wir wollen versuchen, dass es anders wird, aber die Risikoszenarien sind da, führen müssen. Und lassen Sie mich ein zweites hinzufügen. In einer Arbeitswelt der Zukunft, in der die Vorstellung, ich beginne meine Berufstätigkeit in einem Unternehmen und ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich in demselben Unternehmen irgendwann mal ausscheide als Rentner, immer geringer wird, wo wir es erleben werden, dass Unternehmen entstehen, groß werden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, aber dann im nächsten Schritt dieses Unternehmen dann möglicherweise wieder kleiner wird oder gar vom Markt verschwindet und die Betroffenen sich wieder etwas Neues suchen müssen, ist natürlich die Art der Chance, im öffentlichen Dienst als Beamtin oder Beamter eine Lebenszeitperspektive zu haben, noch mit einer neuen Wertigkeit zu versehen. Das tröstet nicht über den Ärger des Momentes hinaus, das weiß ich. Und ein weiteres Argument, dann will ich diesen Teil aber auch schon wieder verlassen. Fragen Sie einmal Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zu Ihrem Versicherungsvertreter Ihres Vertrauens gehen, und sagen, biet mir mal eine Zusatzversicherung an, mit der ich aufgestockt auf die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für mich und meine ganze Familie Chefarztbehandlung und Unterbringung und Zweibettzimmer erreichen kann. Und wenn dann der Versicherungsvertreter ein gutes Angebot macht, ist das jedenfalls um einen Faktor 3, 4, 5, 6 höher als die 18,90 €, die wir von den Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen verlangen dafür, dass sie genau diese privilegierte Leistung bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wiederum, die 18,90 € sind, wenn sie abgebucht werden, eine Belastung. Ja, natürlich. Aber gelegentlich den Betroffenen zu sagen, sprecht mal mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Sportverein, die nicht Beamtinnen und Beamten sind, was sie zahlen müssen, um die gleiche Leistung am Gesundheitsmarkt einkaufen zu können, ist jedenfalls ein Hinweis, der in den Gesprächen zumindest für etwas Nachdenklichkeit sorgt. Und ich wollte Ihnen das an der Stelle nicht vorenthalten. Lassen Sie mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch noch etwas zu den Investitionen sagen. Ja, Bestandteil unserer Koalitionsvereinbarung von CDU und GRÜNEN für diese Legislaturperiode ist auch an einzelnen Elementen die sehr hohe Investitionstätigkeit des Landes Hessen ein Stück zu strecken. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir als einziges Bundesland in der großen Konjunkturkrise 2008, 2009 in der Folge
ein eigenes Landeskonjunkturprogramm aufgelegt haben, wo wir in Milliardendimensionen zusätzlich investiert haben, und hier im Protokoll des Hessischen Landtages ausdrücklich festgehalten, das sind keine Investitionen, die dauerhaft on top kommen, sondern nur solche, die wir ein Stück vorgezogen haben, um die konjunkturellen Wirkungen zu erzielen, die wir dann auch erzielt haben. Wenn ich aber Investitionen vorziehe, dann ist es denklogisch so, dass es später irgendwann einmal weniger wird bei den Investitionen, weil sonst habe ich ja keinen Vorzieheffekt, sondern habe ich den On-Top-Effekt. So, meine sehr verehrten Damen, wenn das nach wie vor Konsens ist, dann glaube ich, ist es vernünftig und richtig zu sagen, ja, temporär können wir es leisten, die Investitionstätigkeit im Interesse der Einhaltung des Konsolidierungskurses ein Stück zurückzunehmen. Das entbindet uns aber nicht von der Verantwortung, gerade die Bereiche der öffentlichen Infrastruktur im Blick zu behalten und dort für Investitionen zu sorgen. Und da bin ich völlig bei dem, was Michael Boddenberg gesagt hat. Die Prioritätensetzung der nächsten Jahre ist immer Investition vor konsumtiven Ausgaben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dort, wo wir es politisch steuern können, müssen wir dort in Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur und die Voraussetzungen für das Leben der nächsten Generationen investieren, bevor wir darüber nachdenken, schöne neue konsumtive Programme zur Gestaltung des politischen Alltags aufzulegen, meine Damen und Herren. Und ich hoffe sehr, dass uns das gelingt. Und wir werden die Schuldenbremse einhalten. Insofern bin ich auch Michael Boddenberg sehr dankbar, dass er versucht hat, den semantischen Kunststückchen des Kollegen Jörg-Uwe Hahn ein klares Wort entgegenzusetzen. Dies steht außer Frage. Steht außer Frage, dass das, was 70% der Hessinnen und Hessen in die Verfassung geschrieben haben, mit unserer Hilfe, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber dass das einzuhalten ist. Aber die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind ja nicht ganz unbeträchtlich. Dass ein niedriges Zinsniveau, ein geringer Ölpreis und eine extrem kontinuierliche ökonomische Gesamtlage dauerhaft die Grundlage unseres Tuns sein wird, ist jedenfalls ein optimistischer Gedanke. Deshalb werden wir in den nächsten Jahren die Konsolidierung umso schärfer gemeinschaftlich in den Blick behalten müssen, um diese Ziele am Ende auch erreichen zu können. Und wir gehen mit der jetzigen Haushaltsveranschlagung noch nicht ganz an die Grenze dessen, was wir können. Dazu hat glücklicherweise diese VBL-Rückzahlung beigetragen, dass wir die Grenze nicht ganz angehen müssen. Aber, meine Damen und Herren, wir stehen im neuen Jahr vor Unbekannten, weil ganz wesentlich die Frage, wie unser Haushalt angespannt sein wird, davon abhängt, wie viele Menschen im neuen Jahr zu uns kommen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch noch ein paar Reserven. Nach allem, was die Steuereinnahmeentwicklung dieses Jahres zeigt, der 15. Dezember ist noch einmal ein großer Vorauszahlungstermin, deshalb mit allem Vorbehalt, aber jedenfalls spricht es dafür, dass wir in diesem Jahr Rücklagen auch unter Berücksichtigung der verschärften Bedingungen des Ausführungsgesetzes zur Schuldenbremse Rücklagen in einem dreistelligen Millionenbetrag wieder zurücklegen können, um gerüstet zu sein, um einem etwaigen Nachtragshaushalt des Jahres 2016 auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Aber schon der Blick auf das Jahr 2017 hat im Moment aus meiner Sicht mehr Frage als Ausrufezeichen. Allein die Frage, was aus der Spitzabrechnung mit dem Bund für die Erstattung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber an der Stelle kommen wird, ist eine im Moment noch nicht seriös zu beantwortende Frage, weil sie der Bund selbst noch nicht seriös beantworten kann. Deshalb werden wir auch bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 daran festhalten, nicht nur die Schuldenbremse, nämlich den gesetzlichen Korridor, einzuhalten, sondern auch unsere ehrgeizige Planung, die Netto-Neuverschuldung in die groben Größenordnung von 350 Millionen € abzusenken. Aber wir müssen sehen, dass wir das gleichzeitig vereinbaren mit der Bewältigung der Herausforderungen, die uns an dieser Stelle begegnen werden. Darüber, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir im neuen Jahr einen intensiven und auch konstruktiven Diskursprozess beginnen müssen. Lassen Sie mich noch einen Punkt aufgreifen aus der Debatte, weil er mich geärgert hat. Kollege van Ooyen schafft es ja in aller Regel nicht, mich zu ärgern. Einen Punkt ist es ihm aber heute gelungen. Gestern im Haushaltsausschuss eine Frage zu stellen, zur Frage, woher kommt denn die Deckung für den Ausgabenantrag Holl? Wird da Mittel für den Wohnungsbau vorgenommen? Die Antwort zu bekommen, nein, es sind keine Mittel aus dem Wohnungsbau, sondern höhere Erträge aus unserer stillen Einlage in der Helaba, die wir dort nehmen. Das dankbar nicken, zumindest habe ich Ihren Gesichtsausdruck so interpretiert, zur Kenntnis zu nehmen, und heute den gleichen gegenteiligen Unsinn hier in der Plenardebatte des Hessischen Landtags vorzutragen, meine Damen und Herren, da komme ich nicht mehr mit.
Also, entweder schaffen Sie es nicht mehr, Ihre Manuskripte von der einen Nacht auf den nächsten Tag noch einmal zu überarbeiten. Dann ist es eine Frage von Arbeitstechnik. Oder ist aber das bewusste Herbeiführen von Irreführung des Parlaments und der Öffentlichkeit, was ich bedauerlicher fände von beiden Teilen. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber es ist jedenfalls unredlich, was Sie machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine der ungewöhnlichsten Haushaltsaufstellungsverfahren kommt heute zu einem Ende, wie ich meine, zu einem guten Ende. Wir schaffen es, die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen. Aber wir schaffen es auch gleichzeitig, die Anforderungen der Schuldenbremse, die 70 % der Bürgerinnen und Bürger uns mitgegeben haben, einzuhalten. Beides, diese schwierige Spagat, diese Balance zu erreichen, aufrechtzuerhalten und den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass die da in der Politik nicht nur über das Problem reden, sondern für die ganz praktischen Probleme des Lebens vor Ort Antworten haben. Das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Botschaften. Und lassen Sie mich dabei ein Letztes hinzufügen. Die Diskussion mit den Kommunen war sicherlich ambitioniert zu der Frage der Kostenpauschalen. Am Ende sind wir zu einem Ergebnis gekommen. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen die Diskussion, glaube ich, noch ein Stück fortsetzen im neuen Jahr. Und zwar weniger über die Frage der Pauschalen. Mich ärgert gelegentlich in der Debatte, dass in den Sonntagsreden von der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung dieser Aufgabe gesprochen wird. Wenn es dann aber ums Bezahlen geht, gelegentlich, aus meiner Sicht zu häufig, von der kommunalen Ebene gesagt wird, bezahlen machen die das im Land oder im Bund und notfalls aus Europa. Aber wir haben finanziell vor Ort damit nichts zu tun. Dabei weiß ich, dass die ganz praktischen Dinge des Lebens sich vor Ort abspielen und die Beteiligten vor Ort sehr stressen. Aber der Glaube, dass es ohne jede kommunale Mitverantwortung auch monetär gelingen kann, die Herausforderungen zu bewältigen, ist mal zumindest naiv. Das ist aber jetzt noch die vorweihnachtliche Formulierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darauf wollte ich hingewiesen haben, dass wir diese Diskussion auch in der Bewusstseinsbildung mit unseren Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern vor Ort, zur Ehrlichkeit der Debatte gehört es dazu, klar zu sagen, gesamtgesellschaftliche Verantwortung heißt auch monetäre Verantwortung auf allen staatlichen Ebenen gemeinsam. Und nur so schaffen wir das am Ende auch zu bewältigen. Herzlichen Dank für die Unterstützung und die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Finanzminister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, von der Mittagspause trennt uns nur noch das bisschen Haushalt. Da dieses Jahr alles anders ist, erfordert dies jetzt allerdings noch etwas Konzentration. Wir kommen also zur Abstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf zum Haushalt 2016, Erfassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses, Drucksache 19/2922, zu Drucksache 19/2662, zu Drucksache 19/2307. Nach § 19 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung ist am Schluss der dritten Lesung zunächst über vorliegende Änderungsanträge abzustimmen. Sodann wird über den Gesetzentwurf im Ganzen, gegebenenfalls mit den im Verlauf der dritten Lesung beschlossenen Änderungen, abgestimmt. Ich lasse nunmehr abstimmen über die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Alle jetzt in der Zukunft aufgerufenen Drucksachen kommen, wie auch anders, aus der 19. Periode. Das spare ich mir jeweils. Also Nummer 2936. Wer stimmt zu? Das sind die Fraktionen CDU, Grüne und SPD. Gegenstimmen, Enthaltungen, FDP und Linke. Damit angenommen. Nummer 2937, Zustimmung. CDU, Grüne, SPD, Linke, Gegenprobe, Enthaltungen, FDP angenommen. 2938, Zustimmung. CDU, Grüne, SPD, Gegenprobe, Enthaltungen, Linke, FDP angenommen.
29/39 Zustimmung, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Gegenprobe, SPD, LINKE, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/40 Zustimmung, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/41 Zustimmung, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, Gegenprobe, DIE LINKE, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/42 Zustimmung, CDU, BÜNDNIS 90, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/43 Zustimmung, CDU, BÜNDNIS 90, SPD, Gegenprobe, DIE LINKE, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/44 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/45 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. Ich komme jetzt zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Als erstes die Nummer 29/52 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/53 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/54 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/55 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/56 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/57 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/58 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. 29/59 Zustimmung, CDU, DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, Enthaltung, FDP, angenommen. Nun stimmen wir über die Änderungsanträge der Fraktion der FDP ab. Nummer 29/61 Zustimmung, FDP, SPD, Gegenprobe, CDU, DIE GRÜNEN, DIE LINKE, abgelehnt. 29/62 Zustimmung, FDP, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, CDU, DIE GRÜNEN, abgelehnt. 29/63 Zustimmung, FDP, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, CDU, DIE GRÜNEN, abgelehnt. 29/64 Zustimmung, FDP, SPD, DIE LINKE, Gegenprobe, CDU, DIE GRÜNEN, abgelehnt. 29/65 Zustimmung, FDP, Gegenprobe, der Rest des Hauses, abgelehnt. 29/66 Zustimmung, FDP, Gegenprobe, der Rest des Hauses, abgelehnt. 29/67 Zustimmung, FDP, SPD, Gegenprobe, CDU, DIE GRÜNEN, DIE LINKE, abgelehnt. 29/68 Zustimmung, FDP, SPD, Gegenprobe, CDU, DIE GRÜNEN, DIE LINKE, abgelehnt. 29/69 Zustimmung, FDP, DIE LINKE, Gegenprobe, CDU, GRÜNE, Enthaltung, SPD, abgelehnt. 29/70 Zustimmung, FDP, SPD, Gegenprobe, CDU, DIE GRÜNEN, Enthaltung, DIE LINKE, abgelehnt. 71 Zustimmung, die FDP, Gegenprobe, CDU, GRÜNE, LINKE, Enthaltung, SPD, abgelehnt. 29/72 Zustimmung, FDP, Gegenprobe, der Rest des Hauses, abgelehnt. 29/73 Zustimmung, FDP, Gegenprobe, der Rest des Hauses, abgelehnt.
2974 Zustimmung, FDP Gegenprobe, der Rest des Hauses abgelehnt. 2975 Zustimmung, FDP Gegenprobe, der Rest des Hauses abgelehnt. 2976 Zustimmung, FDP Gegenprobe, der Rest des Hauses abgelehnt. 2977 Zustimmung, FDP Gegenprobe, CDU die Grünen Enthaltung, SPD die Linke abgelehnt. 2978 Zustimmung, FDP SPD Gegenprobe, CDU die Grünen Enthaltung, die Linke abgelehnt. 2979 Zustimmung, FDP Gegenprobe, CDU die Grünen Enthaltung, SPD Linke abgelehnt. Jetzt lasse ich abstimmen über die Änderungsanträge der Fraktion Die Linke. Nummer 2980 Zustimmung, Die Linke SPD Gegenprobe, CDU Grüne FDP abgelehnt. Nummer 2981 Zustimmung, Die Linke SPD Gegenprobe, CDU Grüne FDP abgelehnt. Damit sind die Änderungsanträge abgestimmt. Wir kommen nun zur Schlussabstimmung in dritter Lesung. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs mit den soeben beschlossenen Änderungen? Den bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist FDP, SPD und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung in geänderter Fassung in dritter Lesung angenommen und wird zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 58, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2019, Drucksache 19-2923 zu Drucksache 19-2408. Wer ist dafür? CDU und die Grünen. Dagegen? Die Linken. Enthaltung? FDP und SPD. Damit angenommen. Der Haushalt 2016 ist damit verabschiedet, und ich danke für die Zusammenarbeit. Allerdings müssen wir jetzt noch abstimmen über den Tagesordnungspunkt 71, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Einigung zu Flüchtlingspauschalen mit den hessischen Kommunen als richtige Antwort auf die aktuelle Herausforderung hoher Flüchtlingszahlen, Drucksache 2985 aus 19. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit der Übrigen sich. Nein, Entschuldigung. Dann habe ich das. Ich bitte es noch einmal aufzuzeigen. Wer ist dafür? CDU, FDP, die Grünen, SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Die Linke. Dann haben wir das jetzt auch richtig. Und ich unterbreche die Sitzung bis 3:30.